Schönen guten Tag, werte Zuschauer auf Grex und Zuhörer, -rbgerben.de. Heute zu etwas mal wieder außer der Reihe, denn es ist wieder soweit, es gibt einen wunderbaren Big in Japan Sale. Spare bis zu 70% im PlayStation Network. Das macht Sony ja ab und zu. Jetzt gerade ganz aktuell, weil die Tokyo Game Show 2019 am Start ist, und da haltet gerne auch weiterhin Ausschau, denn wenn alles passt, sollte morgen nochmal ein Video kommen, wo ich die ganzen News und interessanten Ankündigungen und Videos zusammenfasse, die auf der TGS passiert sind. Ich bin leider nicht vor Ort dieses Jahr. Ich habe es diesmal leider nicht nach Japan geschafft. Anders als im letzten Jahr, da war ich direkt auf der TGS das erste Mal und durfte das vom Nahen erleben. Aber dafür eröffnet es mir natürlich jetzt die Möglichkeit, mit euch gemeinsam einmal den Sale durchzugehen und zu schauen, was da für Schnäppchen drin sind oder nicht drin sind. Wenn man hier raufgeht, die Laufzeit, die ist noch einigermaßen. Ich klicke mal kurz hier testweise in eins der Angebote. Das kann man ja hier dann nochmal sehen. Guck mal, genau. Die meisten Sales laufen noch bis zum 26.09.2019. Das heißt, wir haben noch gute 2 Wochen ungefähr. Ja, knapp. Ne? Also vor ein paar Tagen ist er gestartet und jetzt sollten alle Sachen verfügbar sein. Das heißt also, wenn ihr es ein bisschen später seht, die Chance ist noch da, die Sachen sich zuzulegen. Und ihr müsst also nicht ganz schnell machen, ihr könnt es noch ein bisschen überlegen und eventuell kommen da nochmal ein paar mehr Rabatte drauf. Also, wenn man sich mal alles anguckt, was hier im Big in Japan Sale drin ist, 296 Treffer. Wir gehen jetzt nicht jedes einzelne Item einzeln durch, sondern ich würde es einmal nach Veröffentlichung sortieren. Ich glaube, das war es schon. Okay, weil ich will das einmal von dem angehen, dass wir die neuesten Sachen günstig sehen und dann nach und nach zu den älteren Tipps rübergehen, weil ich glaube, es ist ein bisschen sinniger, denn viele warten auf aktuelle Schnäppchen. Was ich hier erstmal rausnehmen würde, wir sehen, hier sind lauter, ja, das ist hier unter Extras DLC mit dabei, für Let It Die zum Beispiel, das Free-to-Play-Game von, das war von Suda51, ne? Genau, ne? Was es für die PlayStation 4 gegeben hat. Allerdings, das ist nicht ganz das, was wir uns angucken wollen, deshalb werde ich mich hier erstmal auf Spiele und Pakete beschränken. Spiele sind Spiele an sich, ganz normal, wie wir es kennen. Und Pakete sind dann Bundles in der Deluxe Edition, hier zum Beispiel, ne? Die Digital Deluxe Edition von Dragon Quest Builders 2 wäre jetzt nicht drin, wenn wir Pakete nicht angewählt hätten. Da sind wir schon bei 214 dann. Ich glaube, das können wir überschaubar. Wenn wir Pakete rausnehmen, sogar bei 162, aber da fehlen uns einige Spiele, die nur in Paketen drin sind. Also, gehen wir die Sachen mal durch. Ich bin nicht mit jedem Spiel hier vertraut, aber zu ein paar kann ich eben meine Tipps abgeben und euch empfehlen, euch da gegebenenfalls was holen zu können oder ob das Spiel was für euch ist. Hier auf der ersten Seite ist schon einiges was mit dabei. Ich bin nicht vertraut mit Date Alive, Ryu Reincarnation. Es gibt mittlerweile sehr viel auf PlayStation 4 aus dem Japaner-Bereich, was auch ein bisschen außerhalb meines Erfahrungsschatzes ist. Das hier schaut aus wie eine von den ganz vielen Dating-Sims, die mittlerweile dafür rauskommen, mit so ein bisschen Twist obendrauf wahrscheinlich. Einige von, okay, ich sehe schon, was der Twist hier ist. Spart ihr einiges an Geld und nochmal 10% extra mit PlayStation Plus. Also für unter 30 Euro könnt ihr schon eure Mikugasongas hier bekommen. Ich würde mal sagen, das zählt vielleicht nicht ganz zu meinen Tipps hinzu, aber ich möchte kurz in das Video reinschauen, wenn das schon der allererste Titel ist hier, der genannt wird. Schaut euch auch gerne, weil es natürlich nicht immer hier übereinkommt mit den Titel, die im PlayStation Network sind. Allerdings, ich gebe öfters ja auch mal Empfehlungen für den Nintendo Switch Store ab, Ende jedes Monats. Und bisher, ich glaube, oh Gott, das lassen wir mal weg. Das brauchen wir nicht nochmal weiter gucken. Die Switch-Sachen, weil zum Beispiel das nächste Spiel, was wir hier haben, Killer Kill If, habe ich schon auf der Switch mir anschauen können in der Demo. Das ist ein Beat'em-up von Arc System Works, von den Leuten, die Guilty Gear gemacht haben oder auch Dragon Ball Fighter Z, Dragon Ball Fighters, aber mit der Killer Kill Anime-Lizenz. Ich fand's ehrlich gesagt nicht ganz so geil vom Spiel her aus, weil ich mit Killer Kill auch nicht so super vertraut bin. Ihr seht es hier, hat so ein bisschen was eher Naruto-isches gehabt. Aber ich habe schon gehört von Kennern des Animes, dass sie durchaus Bock da hatten auf die etwas andere Art des Kämpfens als diese typische 2D-Ebene. Sondern wie gesagt, also es ist fast schon mehr Naruto, aber auch mit sehr viel Underboob hier mit dabei. Der Anime soll gar nicht mal so schlecht sein. Ich hatte mal eine Folge gesehen, aber mich hat es nicht ganz so richtig gehalten. 39,99. Ich weiß nicht, ne? Für ein Beat'em-up, egal wie viel Story und Qualität mit dabei ist, das müsstet ihr euch schon mal gut überlegen, ob das wirklich auch 40 Euro wert ist. Was ich empfehlen kann, aber auch wenn der Preis noch nicht so weit runtergesetzt ist, Dragon Quest Builders 2. Ich weiß nicht, ob sich die Digital Deluxe Edition gegenüber der Standard so sehr lohnt. So viel runtergesetzt ist es auch nicht, aber das Spiel ist ja einigermaßen neu. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Minecraft mit Story.
großer Fun mit dem Dragon Quest Design, jetzt auch mit ein bisschen mehr Multiplayer mit dabei. Schaut euch gerne das Review bei mir auf der Seite an. Spielt sich teilweise wie Harvest Moon, spielt sich in anderen Leveln dann auf einmal mehr wie ein Action-RPG. Hier große Bossfights gegen riesige behelmte Affen zum Beispiel. Und ich bin immer peu à peu dran. Kollege Ede macht auf Rocket Beans TV auch ein Let's Play dazu. Ich habe die PS4-Version gespielt, die macht Spaß. Gibt es natürlich auch auf der Switch. Was ist denn jetzt hier dabei in der Digital? Der Season Pass ist dabei. Das ist ein Aquarium-Paket, modernes Paket, Designer-Sonnenbrille und da kommt vielleicht noch, ja, ich weiß nicht, ob man für den Season Pass jetzt gleich nochmal so viel extra machen müsste. Und ihr braucht PlayStation Plus für den Multiplayer zum Spielen, also sollte das vielleicht eher was sein. Also, ich kann es empfehlen, 47,99 ist okay für das, wie es runtergesetzt ist, aber es könnte gern noch ein bisschen mehr sein, aber das Spiel macht sehr viel Spaß. Als auch Judgment, hier auch für 39 Euro mittlerweile, das Game von den Yakuza-Machern, die ja gerade auch mit Yakuza Like a Dragon in eine komplett andere Richtung jetzt hier gehen, aber Judgment, neue Story, neue Protagonisten, ihr seid ein Ex-Anwalt und Detektiv, der in Kamurocho, dem der virtuellen Ausgabe des Kiezes Tokios hier unterwegs ist und da tatsächlich einen ziemlich spannenden Polit-Thriller auflösen muss, aber auch inklusive abgedrehter Minigames, lustiger Fights, Fotos schießen und so weiter. Ich habe tatsächlich sehr viel Spaß damit gehabt, trotz einiger Sachen, die mich genervt haben an dem Game. Auch da empfehle ich gerne das Review zu schauen. Man muss aber auch eine gewisse Affektion für das typische Yakuza-Gameplay haben und es ist eben noch klassisch Beat'em Up, hau drauf. Die Drohnenrennen, die waren lustig. Die haben mir Fun gemacht. Ich würde es tatsächlich glatt empfehlen für 38,99, aber auch hier unter Vorbehalt für Fans eben hauptsächlich gedacht. So, wir gehen jetzt nicht jeden einzelnen Deal durch, aber die erste Reihe, die schien interessant genug, ich konnte über fast alle was erzählen. World End Syndrome, das habe ich das auf der Switch oder nicht? Ich gucke nur einmal kurz rein. Ich glaube, das ist auch wieder aus der, ja, saus wieder aus der Visual Novel-Ecke. Da bin ich leider zu wenig mit vertraut, um euch zu sagen, was es taugt, was es nicht taugt. Da gibt es ein paar Visual Novels, bei denen ich Empfehlungen abgeben kann, aber das ist es nicht unbedingt. Das kann ich sehr empfehlen, Trails of Cold Steel 2. Da mache ich demnächst noch ein Video, weil Trails of Cold Steel 3 kommt raus im Oktober und Teil 1 und Teil 2 sind ja seit einiger Zeit auch auf PS4 erhältlich, inklusive Cross-Saves mit PS3 und Vita, wer da noch die alten Versionen und Saves drauf hat. Zwei meiner Lieblings-RPGs der letzten Jahre, als die rausgekommen sind, waren sie mein Game of the Year, die Vorgänger, die ich auf PS3 und Vita gespielt habe und 25 ist ein guter Preis, ein solider Preis. Man sollte natürlich mit dem ersten anfangen, der wahrscheinlich hier nochmal ein bisschen mehr sogar runtergesetzt ist. Und beide Games haben eine Spielzeit, da werdet ihr mindestens an die 60 bis 80 Stunden pro Game los, bevor der dritte Teil auch noch kommt. Man sollte die gespielt haben, bevor der dritte Teil da ist. Wartet im besten Fall noch auf, weil auch wenn jetzt hier ein guter Discount dabei ist, ich denke, wenn man wirklich Bock drauf hat und ihr noch nicht ganz so sicher seid, ob ihr jetzt schon mal den Invest machen wollt, ich werde noch dann entsprechende Videos dazu machen, die euch ein bisschen einstimmen und euch mit der Serie vertraut machen. Da hatte ich reingeschaut. Jetzt klicke ich doch tatsächlich wieder jedes Video an, aber es ist die erste Seite, weil sie so spannend ist und man natürlich erstmal vernünftig einsteigen muss. Also, da hatte ich nämlich den Trailer gesehen dazu und da kann man auch gut sparen. Das ist Visual Novel mit Strip Puzzle Quest, oder? Da, genau. Man spielt Puzzle Quest oder sowas, so Match 3 Games und ja, strip alles weg. Strip weg die Lügen und die Unterhemden. Ach du meine Güte. Gut, spart Geld, nehme ich raus aus meiner Empfehlung. Sehr weit runtergesetzt, Galgun 2. Ich habe mir tatsächlich den ersten Teil mal geholt, weil er auch sehr günstig war, aber bisher noch nicht gespielt. Ich glaube aber leider, das ist auch aus dieser Schiene, ne? Das war so Lightgun-Shooter mit, ich sehe schon, die haben wieder wenig Kleidung an oder so, ne? Es ist genau, es war irgendwie so ein bewegter Lightgun-Shooter, auch auf der Switch. Ich habe auch gehört, dass der nicht so schlecht sein soll und wenn der zweite Teil schon so runtergesetzt ist. Aber ja, man weiß fast schon, was man da bekommt. Da sieht man schon mal, was man bekommt. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf, aber es ist mega günstig, oder? Es ist schon mega günstig eigentlich. Gehen wir weg davon. Gehen wir weg. Dieser Stream ist ab 18. A World Is Ended habe ich auf der Switch. Ein bisschen runtergesetzt von dem 50 Euro auf 30. Ist eine weitere Visual Novel. Habe ich bisher noch nicht spielen können. Aber ey, ich kann eben keine Visual Novels euch empfehlen, die ich inhaltlich nicht kenne und die
noch 30 Euro kosten, weil es ist schon noch ein bisschen viel. Earth Defense Force muss man eben Fan von sein, der großen Action-Games, wo die Technik schlecht ist und die Insekten riesig. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, welches Iron Rain ist, finde ich auch bei so vielen Games, die draußen sind, dass man gleich da 40 Euro oder gar 60 Euro mit der Ultimate Edition jetzt ausgeben möchte, nicht so ganz meins. Von Sanky Zero hatte ich einiges gehört. Welches war das denn nochmal? Da haben wir auch ein bisschen Visual Novel Style, ne? Gucken wir mal kurz auf die Screenshots. Aber war das der Dungeon Crawler? Oder kriege ich das durcheinander? Der Style ist ja ganz cool. Es sieht aus wie ein Dungeon Crawler. Typisch. Gehen wir mal kurz in das Video hier rein. Das können wir vielleicht überlegen. Für 30 Euro, wenn das ein vernünftiger Dungeon Crawler ist. Wobei ich solche Sachen mittlerweile echt lieber, wenn die auf der Switch irgendwo erhältlich sind, gerne auf der Switch mir gebe. Einfach weil dann für unter... Ja genau, es ist ein First-Person-Dungeon-Crawler. So ein bisschen in der Art von Atrian Odyssey, oder würde ich sagen, mit dem speziellen Styling. Hatte ich Positives drüber gehört. Ich habe gehört, hey, Sanky Zero soll ganz nett sein, aber mir war nicht bewusst, was genau für eine Art Game es ist. Also mal gucken, 30 Euro ist schon etwas. Dead or Alive, aber Sekiro muss man nicht viel mehr sagen. 52,49 ist ein in Ordnung Preis von 70, also 70. Das Spiel ist zwar noch recht neu, ne? Und 52,49 ist zwar ein vernünftiger Preis für ein neues Spiel, aber da würde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen warten, weil ich glaube, das wird auch nochmal günstiger werden, wenn ihr es nicht jetzt schon gekauft habt und haben müsst. Dead or Alive bin ich schon lange Zeit raus. Für 34,99 oder für 39,99 Deluxe Edition ist immerhin gut runtergesetzt, über 50%. Allerdings, da wird man ja auch gemolken mit extra Charakteren, ne? Also sollte man da ein bisschen aufpassen. Ah, Trails of Cold Steel 1, nicht viel mehr runtergesetzt, kostet den gleichen Preis. Beide für 50 ist okay. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass man dann den Vollpreis für den dritten bezahlen muss. Also wenn ihr auf klassische Japano-RPGs mit dem schönen Kampfsystem steht, rundenbasierten Kampfsystem mit so ein bisschen Ansätze von Grandia habe ich tatsächlich da rausgenommen, gemischt mit Persona und Kriegsszenario, ein bisschen so positive Stimmung, aber auch gute Twists und so weiter mit dabei, ein bisschen Mecha-Action. Also ich hatte sehr viel Spaß mit Trails of Cold Steel, aber da wartet besser das Video ab. Chocobos Mystery Dungeon, ein weiteres Mystery Dungeon Game für 27,99 runtergesetzt von 40. Ja, die Mystery Dungeon Games, ob es jetzt mit Chocobo ist oder nicht, das Chocobo-Ding habe ich mir noch nicht angeguckt, allerdings, es sind ja, ja die Roguelikes, also zufallsgenerierte Dungeons, wo man da sich dann durcharbeiten muss und Loot mitnehmen muss, gibt es auch viele, ne, und ob man da gleich 28 Euro jetzt ausgeben muss, gespart, muss man gucken. Steins Gate Elite, apropos Visual Novel, Steins Gate, super Visual Novel, einer meiner Liebsten, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da habe ich die Ur-PC-Version gespielt. Elite ist ein Remake dieser Visual Novel. Es geht um verrückte Wissenschaftler in Anführungsstrichen, um Zeitreisen, um Anime-Dekonstruktion und so weiter. Es gibt auch eine Anime-Staffel von dem Ganzen hier. Und das Ding Spezielle hier an Steins Gate Elite ist es, dass ihr diese Visual Novel nochmal neu bebildert mit neuem Artwork sehen könnt, was auf der Anime-Serie basiert. Denn das Ursprungs-Artwork sah ein bisschen anders aus, der Urfassung von Steins Gate. Und hier hat man eher dieses verträglichere Anime-Artwork. Die waren nämlich ein bisschen stilistisch, das ist ja Alpaka-Man, ja, guten Tag. Stilistisch ein bisschen anders. Die sehen hier so traditioneller Anime-mäßig aus. Und ob ihr die Version, ob ihr die alte Version spielt, ich weiß gar nicht, ob die alte denn hier mit... Oh, nee, nicht Sony. Moment. Steins... Nicht Steins. Steins Gate. Guck mal, da ist die alte. Alle Anzeigen. Weil man braucht nicht unbedingt die Elite-Version, finde ich. Oh, ich hätte vielleicht Steins mit Anführungsstrichen. Nein. Er sagt mir nur das hier an. Ja, Gerät, PS3, PS4 auf der Suche. Also, ja, die alte Version. 30 Euro ist schon ein bisschen viel, weil das ein recht altes Spiel ist. Und das Update ist es meines Erachtens jetzt nicht unbedingt wert, nur deswegen dem neuen Artwork zu holen. Aber Visual Novel ist lang, mit einigen Entscheidungspunkten, hauptsächlich Lesung. Und ich fand sie sehr, sehr gut. Und sie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was mir weniger Spaß gemacht hat, war One Piece World Seeker. Open World Game in One Piece Design. Runtergesetzt um die Hälfte. Oder sogar die Deluxe Edition hier mit 49,99. Also, mein Bier war es nicht. Ne? Also, irgendwie das ist gar nicht so richtig gezündet bei mir und das Gameplay und mit der Open World. Und also, obwohl ich One Piece mag und eigentlich ein bisschen Hoffnung drin gesetzt habe, dass World Seeker ganz cool wird als Action-Adventure, aber das grundsätzliche Gameplay hat mir irgendwie hat mich nicht so richtig weiterspielen lassen. Ne? Und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr lange Öffnungszeiten für Kisten. Das ist auch was mir so ein bisschen missfallen hat. Ist für One Piece-Fans
Ne? Aber da kommt ja auch demnächst auch nochmal Pirate Warriors 4 für die Leute, die eher nur auf die Fresse hauen wollen. Also, ja, meins was nicht, meins was nicht. Und ich würde es mir auch persönlich nicht für 34,99 nochmal dazu holen. Caligula Effect Overdose, das Remaster, könnte man sagen, eines alten PS Vita-Spiels, glaube ich, ne? Ist so ein bisschen Persona-Style gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Wurde von NIS America gepublished und ja, soll gameplay-technisch auch gar nicht mal so schlecht sein. Ihr seht ja, so ein bisschen das Persona-Styling ist hier. Ich habe es damals auf der Vita leider verpasst, es groß zu spielen. Wie war es, einer der Story-Schreiber, glaube ich, vielleicht von Persona oder von irgendwas anderem ist hier mit dabei. Da war auf jeden Fall irgend so ein Zusammenhang abseits von dem ganzen Schulsetting, das man hier hat. Und das Spiel wurde jetzt unter Overdose nochmal für die Switch und für die PS4 mindestens nochmal neu aufgelegt. Ich habe die Switch-Version bei mir. Ja, wenn ich es mal spielen werde, werde ich es auf der Switch spielen. 29,99 könnte ein okayer Preis sein. Ja, ich kann es aber leider nicht so richtig beurteilen. Und man muss es aber auch schon wirklich wollen für 30 €, wenn man das ausgibt. Devil May Cry 5 ist ein sehr gutes Spiel, 34,99 oder 41,99 für die Deluxe Edition. Ihr habt eure 15 Stunden Fun damit. Ja, wenn ihr auf Hack and Slay steht, es ist auch anstrengend, es wird auch sehr knifflig, wenn man auf die großen Schwierigkeitsgraden unterwegs ist. Ich habe es auf der Xbox gespielt. Ich würde persönlich jetzt nicht nochmal 34,99 ausgeben, weil ich schon kenne und da schon eine Version daheim gab. Für einmal durchspielen. Gegebenenfalls, wenn ihr nicht Hardcore-Fans seid, will ich noch ein bisschen warten. Vielleicht geht der Preis noch mal ein bisschen weiter runter. Oh, ich warte tatsächlich, bis der Preis von Left Alive noch weiter runter geht. Von 60 € auf 30 jetzt erstmal. Das ist ja diese Katastrophe in Anführungsstrichen. Ja, das Spiel von der Front-Mission-Serie, die eigentlich ein Strategie-Game gewesen ist, als Third-Person-Mecha-Action-Game mit aber auch herumlaufen und merkwürdiger Kriegsszenario, um nennen wir es nicht schlecht, nennen wir es mal vielleicht ein bisschen unbeholfen verbauten Gameplay. Und das sieht in den Trailern hier vielleicht noch einen Tacken besser aus, als es letzten Endes sich angefühlt hat. Von dem, was ich gesehen habe, ist es schön durch den Kakao gezogen worden. Ich würde es mir gerne kaufen, ganz ehrlich. Einfach um mal zu sehen, ob es wirklich so müllig ist, wie viele Leute behaupten, weil von den Sachen, die ich mitbekommen habe, war es leider eben weit an dem vorbei, was Front Mission für mich ausgemacht hat. Aber 29,99 nur für den Gag und einmal reinschauen, ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Death and Request hatte ich kurz reingeschaut, auf der Switch würde ich sagen, habe ich kurz reingeschaut, weil ich kann mir leider nicht immer merken, welche von diesen ganzen NIS America Titeln ist doch einer von NIS, ne? Nee, Reef Entertainment ist es tatsächlich hier. Von diesen ganzen Massen-Anime-RPGs mit eigenem Styling, mit Visual Novel-Ansätzen, optimal auf der Switch draußen sind oder auf der PS4. Ich glaube, das habe ich kurz gesehen und es ist eben eins von vielen. Ne? Man muss schon ein bisschen Bock auf diesen Style haben und ich komme schwer rein, um mir die Dinger nochmal anzugucken. Wenn ich die mal zum Anschauen bekomme, dann muss ich wirklich mir schon ein paar Stunden nehmen. Einfach weil jedes Game hat eigene Systeme, hat ihr seht, wie viele Items hier mit dabei sind. Ich glaube, da muss man sich fast schon vom Stil anziehen lassen und sagen, hey, ich habe Bock drauf, mir das mal genauer anzugucken. Aber mich hat es eben so beim ersten Reinschauen jetzt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich auch gleich sagen würde, oh, 29,99 mit 10% extra für PS Plus. Wenn ihr seht und euch das gefällt, vielleicht ist das ja was für euch. So, was haben wir hier noch? Ah, Ace Combat 7 würde ich mir ganz gerne holen, um den Story-Modus einmal zu spielen, aber 34,99 ist mir für einen Dogfight-Shooter ein bisschen zu viel, selbst mit Story, muss ich sagen, und dem Virtual Reality-Level, obwohl, muss man den extra kaufen? Irgendwie war da was, ne? Und, was mich interessieren würde, bei der Vorbestellung gab es auch noch Versionen, ich glaube, von Ace Combat 6 und 5, je nachdem, auf welcher Plattform man es geholt hat dabei. Ist das hier mit drin? Ich glaube, leider nur in der Vorbestellung, ne? Und man kommt irgendwie nicht mehr ran. Nur wenn man es vorbestellt hat, hat man auch hier PS4 oder Xbox One-Version von den älteren Games bekommen. Das ist hier nicht mehr drin. Man kann es nicht separat kaufen. Ansonsten hätte ich mir vielleicht überlegt, wenn es nochmal dabei gewesen wäre. Aber nein, Jump Force, ja, auch gut runtergesetzt, 42%, 43% mit den Editionen oder hier die Ultimate Edition von 110 €. Aber Fighting Game mit den Shonen Jump Charakteren, ihr seht Goku, ihr seht Ruffy, ihr seht Naruto. Hier nochmal, ich hab's kurz gemacht und na, ich bin eben nicht mehr der Beat'em-up-Typ, der sich jedes Game da anschauen muss. Der Preis ist interessant. The Liar Princess and the Blind Prince. Das war auch ein NIS-Game, ne, mit diesem Seitenstil.
Ich glaube, das gehört so ein bisschen in die Ecke von Hotoro Nico, wie hieß das, ne? Dieses Game, wo man quasi eine Figur hat, die von alleine läuft. Ah, genau, ne? Und man muss hier die blinde Prinzessin irgendwie führen, dass die irgendwie nicht geschnappt wird oder so. Das andere war eigentlich gar nicht mal so schlecht mit diesem, dieser Interaktivität, besser gesagt, diesem passiven Gameplay, dass man eher den Weg bereitet für die Figur, die da unterwegs ist. Und ich finde den Stil ganz cool und der Preis ist nicht schlecht, aber das zeigt ja auch, bei 20 Euro ist es wahrscheinlich eher ein recht kurzes Spiel gewesen. 10 Euro? Klingt aber nicht schlecht. God Eater, ich habe den Zweier ausprobiert. Große Hack and Slash. Das sind die gleichen Leute, die übrigens jetzt Code Vein machen. Und Code Vein kam noch nicht so gut rüber. Ach, God Eater war auch nicht meins. Stellt euch vor, gemischt vielleicht Anime mit Monster Hunter, so ein bisschen. Und missionsbasierten Gameplay, das waren die God Eater Spiele. Und der Dreier ist schon jetzt gut runtergesetzt worden mit 35 Euro, aber das ist auch so eine Fansache eben, ne? Song of Memories sagt mir überhaupt nichts. Ich klicke jetzt nicht in jede Visual Novel rein, tut mir leid. 50 Euro auf 20 runtergesetzt. Es ist eine Visual Novel, da bin ich mir ziemlich sicher. Kingdom Hearts. All-in-One-Paket für 54,99 und 110 und Kingdom Hearts 3. Ich glaube, das All-in-One-Paket ist, HD zu 1,5 und 2,5 Remix, 2,8 und Kingdom Hearts 3 mit dabei. Okay, das ist ganz interessant. Ihr habt hier wirklich das mega große Paket, wo ihr wirklich alle Spiele habt. Dafür ist der Preis, finde ich, ganz gut tatsächlich, ne? Weil ihr bekommt mit 1,5 und 2,5 Remix quasi nicht nur Teil 1 und Teil 2 in den bestmöglichen Versionen, sondern auch die ganzen Ports von den anderen Spielen, 2,8, das Bindeglied, Kingdom Hearts 3 komplett. Also, wenn ihr überhaupt noch nichts von Kingdom Hearts auf der PS4 habt und Bock auf die Serie habt und mit Woody und Ralf Reichts und auf dem Choo-Choo-Train mit Donald und Goofy unterwegs sein wollt oder hier mit den Toy Story-Leutchen wieder, Monster Sync. Finde ich ein guter Preis tatsächlich, ne, für so viel Spiel. Und da lohnt es sich eher wirklich das Paket zu holen, wenn man es noch her, weil für 20 Euro mehr verglichen mit Kingdom Hearts 3 alleine kriegt ihr alles. Ne? Und da müsst ihr erstmal nicht noch weiter holen. Das All-in-One-Paket kann ich empfehlen für Fans, die Bock auf Kingdom Hearts haben. Resident Evil 2 runtergesetzt um 41% auf 34,99. Eines der besten Spiele des Jahres. Mega großer Spaß. Hätte natürlich noch ein bisschen weiter runtergesetzt sein können, aber ey, nehmt's mit. Resident Evil 2, wenn ihr es noch nicht habt, noch nicht gespielt habt. Sehr, sehr schöne Neuinterpretation des PlayStation 1 Klassikers und sollte man machen, finde ich, wenn man die 35 Euro erübrigen kann und gerne schönen neuartigen Survival-Horror spielen möchte. Her damit. Senran Kagura, ignoriere ich. Weg damit. Sword Art Online blicke ich auch nicht mehr durch. Ne? Also manche davon sind dann Rollenspiele. Da gab es jetzt mittlerweile auch Action Games. Fatal Bullet Complete Edition für 39,99. Okay, was ist denn da? Ist das wieder eins der Rollenspiele? Um die Anime-Serie drumherum? Also was haben wir denn hier? Da sehen wir einfach nur Have to Pay a Price. Ne, jetzt sieht das mehr aus wie ein Action-Shooter, ne? Mit dem typischen nochmal ein bisschen Menü hier. Und auch, ist das auch wirklich, sieht das aus wie Sword Art Online? War das nicht mehr klassisch Fantasy und nicht so Endzeit? Aber naja, ich kenne mich zu wenig mit dem Anime und dem Manga aus, um entsprechende Empfehlungen abzugeben. Das ist ein ganz netter Preis hier tatsächlich, die Tales of Asperia Definitive Edition für 17,99. Sehr schönes Remaster des alten Xbox 360 Titels. Auf der PS4 auch mehr zu empfehlen als auf der Switch tatsächlich, weil die Switch-Version technisch ein bisschen mau ist und Framerate-Schwankungen leidet, da ist die PS4-Version tatsächlich um einiges stabiler. Wenn man es nicht unbedingt für unterwegs braucht, finde ich, ist es gut eingespart für 17,99 hier. Im Paket bekommt ihr hier entweder zusammen, ja einzeln für 50 Euro oder hier für 44,99 Persona Dancing Endless Night Collection. Es gab ja Persona 3 Dancing in Moonlight und Persona 5 Dancing in Starlight Plus. Persona 4 Dancing war ja ein Vita-Titel, der hier nicht mit dabei ist. Rhythmus Games aus dem Persona-Universum, haben die hier ein Video drin oder kann man hier mal kurz reingucken. Sehr viel Story, zumindest bei dem Vierer von Persona, weil die habe ich noch nicht so wirklich groß spielen können. Dabei mit eben Rhythmus, Tanz mit drin. Der Soundtrack ist wie immer cool. Ich mag die Soundtracks von den Persona-Spielen sowieso sehr gerne, aber man muss auch Bock haben, natürlich entsprechend hier die Tanz-Action zu machen. Und Animationen sind cool, hier eben mit Persona 5 und Persona 3 Charakteren zusammen. Ja, na, es ist im Paket für 44,99. Da würde ich auch sagen, für Fans, hier, seht, da sieht man endlich mal das Gameplay.
Für Fans wäre es vielleicht was, aber auch einzeln für 25, vielleicht im Paket für unter 30, glaube ich, wäre die Empfehlung am ehesten da zu sehen. Aber für 44,99 muss man schon ein bisschen so Persona- und Rhythmus-Game-Liebhaber sein, um die mitzunehmen. Ich habe keine Ahnung, was Nippon-Marathon ist. Das sieht aus wie ein Spiel, ja, von 12,99 auf 4,99 runtergesetzt. Von, ist eine Minigame-Sammlung, oder? Aber von Nicht-Japanern gemacht, oder? Ja, das klicken wir schön mal weg für 4,99. Final Fantasy 15 Comrades Multiplayer, ist das noch ein weiteres Add-on? Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, ich habe die Add-ons ausgeschaltet hier, die Extras. Final Fantasy 15 werden wir eh gleich hier, glaube ich, nochmal sehen. Last Remnant Remastered, runtergesetzt nicht allzu viel, von 19,99 auf 15,99. Ist ja zuletzt nochmal rausgekommen, Xbox 360 ursprünglich und auf der auf dem PC in der Version gewesen. Ein etwas anderes Rollenspiel mit einigermaßen großem Anspruch, was das Gameplay angeht, von Square Enix. Und ganz warm geworden war ich damals nicht so auf der 360, wo ich es gespielt habe. Man muss schon sich darauf einlassen, gerade mit dem sehr eigenständigen Kampfsystem. Ihr seht es hier mit so Gruppierungen, die innerhalb von großen Schlachten kämpfen. Stilistisch sah es auf jeden Fall sehr interessant mal ein bisschen anders aus. Erinnert mich an diese Crystal Engine Demo, wenn ihr euch vor einigen Jahren daran erinnert, was so die Basis von Final Fantasy ab 15 ungefähr so sein sollte, so dieses coole Fantasy, ein bisschen erwachsenere Setting. Und ich habe auch ganz Positives über Storytelling und so weiter gehört, aber es ist ein komplexerer Titel und ist nicht so viel runtergesetzt. 15,99 gibt es auch eine Switch-Version davon. Die habe ich beide noch nicht gesehen, weil ich das Original kannte und mit den neuen da noch nicht groß versuchen konnte. Ich würde eher mich zurückhalten, auch wenn der Preis jetzt nicht mega ultra hoch ist, aber Last Remnant ist so ein bisschen geschmäcklerisch von dem, wie ich das Original erlebt habe, und da kann ich nicht unbesehen sagen, hey, wenn ihr gar keine Erfahrung mit dem Titel habt oder nicht weiß, was euch erwartet, dass ihr für 15,99 gut bedient seid. Ansonsten für 7,49 The Quiet Man, der große Flop. Ich habe es mir gekauft zum Vollpreis, ich habe mich noch nicht getraut reinzuschauen. Das mit echten Schauspielern plus in-game gedrehte Beat'em-up um einen tauben Protagonisten, wo der halbe Sound fehlt. Ja, lasst mal stecken, die 7,49. Warriors Orochi aus der großen Dynasty Warriors Serie mit mehr Geplumps, mehr Geblüms. Von 100 Euro auf... Ne, lass mal stecken. Memories Retold. Das sah in Ordnung aus, will ich sagen. Das war ein Adventure von Bandai Namco, was auf dem Ersten Weltkrieg basiert. Allerdings, ich finde den Grafikstil schrecklich, muss ich sagen. Ne? Es ist doch das, woran ich denke. Mit so komisch alles, ja, so ein Photoshop-Wachsmalfilter drüber. Nein, das ist nicht die schlechte Auflösung oder irgendwie Artefakte, die ihr hier seht. So sieht das Spiel aus, das wohl so ein bisschen träumerische Qualität haben soll. Und ey, auch wenn der Inhalt wahrscheinlich sehr gut transportiert, das, was das Spiel zeigen will, irgendwie der Horror des Ersten Weltkriegs und verschiedene Perspektiven und so weiter, das wurde auch zum Anniversary, ich glaube zum 100-Jährigen des Ersten Weltkriegs sozusagen, dem Ende des Ersten Weltkriegs dann released, und es sah interessant aus, aber ich komme mit dem Grafikstil nicht klar, und da müsst ihr auch, denke ich mal, in der Materie drinstecken und Bock haben, um dann so viel Geld zu latzen, ungefähr. Was haben wir noch? Taiko no Tatsujin Drum Session, das am ehesten nur, wenn man die Drums hat. Ne? Ich finde, das Drumspiel Rhythmus Game für 24,99, wenn man nicht die Drums benutzen kann, ist so ein bisschen müßig fast. My Hero Macadamia, My Hero Academia, My Heroes One Justice, ich glaube, es ist ein Beat'em'up aus der Anime-Serie. Ich habe die Anime-Serie bisher noch nicht sehen können, höre viel Gutes darüber. Also für die Leute, die sowas wie Naruto und One Piece mögen, diese ganzen Shonen-Animes und Mangas. Mit nettem Storytelling und so weiter, aber man sieht's, natürlich kommt dann Beat'em'up dabei raus. Wenn ich nicht mit dem Anime vertraut bin, ich gebe keine 30 Euro für ein Beat'em'up aus, wo ich nicht mit vertraut bin. Soul Calibur, nicht schlechter Preis, tatsächlich, ist im letzten Jahr, ja, glaube ich, erschienen, ne? Oder ist es dieses Jahr rausgekommen? Ey, finde ich solide, ne? 24,99, wobei, man kann natürlich nicht sagen, was fehlt gegenüber der Deluxe Edition, wahrscheinlich etliche Charaktere, und bei 40 Euro ist es schon wieder was anderes. Ja, vor knapp einem Jahr rausgekommen. Aber dafür finde ich 24,99 okay. Allerdings keine Ahnung, wie viele der Charaktere dann wählen. Ne? Ah, aber immerhin, Geralt ist dabei. Geralt Asamoah aus der Witcher-Reihe. 40 Euro würde ich, bedingt dann sagen. Ne? Also man muss auch Bock hier auf Beat'em'ups haben. Und je nachdem, wie viele Charaktere da sind, dass man sich vielleicht später nicht dumm und dämlich zeigt. Vielleicht ist man auch mit den 24 gut bedient. Disgaea 1 Remaster für die PlayStation 4.
Preis ist in Ordnung, würde ich sagen. Ihr bekommt schon sehr viel Geld für 19,99 Euro, aber das ist eben auch ein sehr umfangreiches und langwieriges Strategie-Game. Und ganz ehrlich, es gibt viel mehr und neuere Disgaea-Spiele, dass man vielleicht nicht schon wieder zum Erstling zurückgehen muss und damit muss man auch nicht unbedingt anfangen. Noch ein Earth Defense Force, wenigstens günstiger für 15,99 €. Das ist mir leider kein Begriff. Valthurion Arc Hero School Story. Sieht jetzt nicht interessant für mich genug aus, trotz der 4,99 €. Das letzte Mal, wo wir auf sowas draufgeklickt haben, war es nicht besonders. Empfehlung von mir, 24,99 € von 60 runter. Fist of the North Star Lost Paradise von den Yakuza-Machern mit Anime-Lizenz. Sehr hohem Splatter-Faktor. Anime-Storytelling, ein bisschen anders als die Yakuza-Titel. Und ein bisschen langwierig in den Sidequests, die dabei sind. Also sind manche, wo man sehr lange dran sitzen muss. Aber ich habe es Anfang des Jahres, nachdem ich es einigermaßen auf Halde hatte, und lädt jetzt hier nicht, aber gucken wir uns die Bilder mal an. Ihr seht hier mit platzenden Köpfen und allem drum und dran. Ich hatte es auf Halde gelegt. Oh, das Bartender-Minigame hat Spaß gemacht. Und dann habe ich es doch durchgespielt und tatsächlich auch so ziemlich alle Sidequests gemacht. Läuft es jetzt mal? Ah ja, genau. Und da habe ich auch ein Review auf der Seite. Ist für mich die 24,99 € absolut wert. Auch hier, man muss so ein bisschen hier dieses Action-Beat'em-Up, Action-Adventure-Beat'em-Up-mäßige mögen. Und natürlich das sehr stark Anime-mäßige, sogar mit einer englischen Synchro hier mit dabei. Aber ich habe es der Authentizität wegen auf Japanisch, mit japanischer Sprache gespielt. Ist nicht exakt gleich wie die klassischen Yakuza-Games, sondern davon inspiriert. Und es gibt DLC, wo man Kiryu Kazuma spielen kann. Aber ich glaube, der ist mittlerweile... Weil da ist er, kostet 3,99 € extra als Add-on. Ja, muss man mal gucken, ob es das einem wert ist, dass man mit einem Kiryu Kazuma Skin da unterwegs ist. Aber das Spiel ist das Geld wert. Fire Pro für 24,99 € oder die Deluxe Edition mit, ich glaube, den New Japan Wrestlern als Paket hier. Für 24,99 € kann man sich überlegen, aber da muss man auch Wrestling-Fan sein. Ist eine sehr alte, oh, sogar mit Story-Modus mit Tanahashi. Das, ja, das interessiert mich. Ich habe das Urspiel auf dem PC, aber eben ohne jetzt hier das New Japan Add-on. So sieht das eigentliche Game aus mit 2D-Figuren, aber mit dem sehr starken Creative Wrestler-Modus. Gerade auf dem PC gibt es Pakete, wo Leute so ziemlich alle Wrestler nachgemacht haben, die da sind. Auch hier eher fanmäßig gesehen. Ich glaube, 44,99 € kann ich nur Wrestling-Fans empfehlen. Da kommt man auch einigermaßen schnell rein. Große Komplexität, aber es ist eben ein oldschool aussehendes Spiel und jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem typischen WWE-Gameplay zu vertragen. Vielleicht würde ich fast eher sagen, wenn ihr nicht große New Japan-Fans seid, aber Wrestling-Fans, 24,99 € kann man sich überlegen. 44,99 € nur für die Japan-Fans. Ich hatte hier kurz reingeschaut in Metal Max Xeno, ein weiteres RPG, sehr viel runtergesetzt auf 12,99 €. Fast schon im Bereich von man nimmt's mal mit, aber schaut euch da einmal kurz die Screenshots an. Also Endzeit, Wüste, Panzer, eher simplere Optik, ne, mit ein bisschen ja fast schon Visual Novel Style Storytelling, wo dann viel eben über die Figuren transportiert. Ich habe kurz reingeschaut, so richtig geflasht hat es mich nicht. Muss ich sagen, es gibt noch andere Metal Max Spiele, die früher rausgekommen sind. Hier würde ich es fast eher Komplettisten empfehlen. Ne? Wenn ihr noch mehr JRPGs auf eurem Account haben wollt, 12,99 € ist ein vernünftiger Preis wahrscheinlich dafür. Das Spiel war nicht aufregend genug, dass ich da eine große Empfehlung aussprechen möchte. So, was haben wir hier? Tekken 7, 44,99 €, aber die Ultimate Edition mit mehr Fightern, das gleiche, was ich für Soul Calibur gesagt habe, müsst ihr Bock drauf haben. Valkyria Chronicles 4, auf meinem Stapel der Schande, ich mag Valkyria Chronicles 1 sehr gerne, runtergesetzt auf 20,09 €, 33% von 30 €, ist glaube ich ein guter Preis, weil das Spiel selber soll ja ganz cool sein, wenn es sich an den ersten auch orientiert und 20,09 € kann man bestimmt für ein gutes Strategiespiel ausgeben. Sehr empfehlen kann ich 428 Shibuya Scramble, habe ich letztes Jahr auf dem Japan-Trip in den langen Bahnfahrten gespielt. Eine Visual Novel, die mit echt fotografierten Szenen dargestellt wurde. Eine Crime Story in Tokios Shibuya District mit teilweise handvoll animierter Szenen, Entführungsfälle und so weiter und so fort mit verschiedenen Charakteren, mit denen man spielt. Und ey, ich liebe dieses Spiel, es ist ein tolles Game gewesen, hauptsächlich Visual Novel zum Lesen eben. Also erwartet nicht, dass mehr als Fotos plus Text und Auswahlmöglichkeiten da sind, aber ich habe 50 Stunden mich super unterhalten gefühlt. Eben wie ein sehr, sehr langes Buch fühlt sich das an mit Multiple Choice und das ist die 19,99 € absolut wert. Ich habe es allerdings, damit ich es unterwegs spielen kann, mir auf Steam geholt damals und da gespielt anstatt jetzt hier auf der PlayStation, aber ey,
Ich hätte es wahrscheinlich auch für 49 empfohlen, ne? Weil es ein sehr geiles Spiel ist und 1999 ist es absolut wert. Labyrinth of Refrain ist ein wieder Dungeon Crawler aus der Ego-Perspektive, wobei ich meine, gehört zu haben, dass der eher so ein bisschen anzügliche Optik mal wieder hat. Und ja, da würde ich jetzt auch nicht ganz groß empfehlen für 17,99. Einer von vielen Dungeon Crawlern, eventuell nur für die Leute, die anzügliche Spiele mögen. Yakuza Kiwami 2, das Remake vom Yakuza 2, von der PlayStation 2. Schönes Remake mit ein paar Unzulänglichkeiten auf der Dragon Engine V-Teil 6 basierend. 24,99 ist ein guter Preis. Ja, kann man schon mal machen. Als Fan sowieso, ne, da sollte man sich zulegen. 24,99. Wer einen Yakuza-Titel kaufen würde, da wäre ich eher bei Yakuza Zero immer noch, auch wenn hier die Technik stärker ist, aber Yakuza Zero ist insgesamt das stärkere Spiel mit allem drum und dran. Ihr packt es eventuell in den Einkaufskorb und schmeißt es wieder raus nachher, wenn ihr rausgeht. Black Clover, das war wieder ein bisschen Anime-Kämpfen, glaube ich, aber auch wenn der Preis gut runtergesetzt ist, ich spare mir mal das hier. Final Fantasy XV Pocket Edition. Final Fantasy XV als Handyspiel mit kleinen Figuren reinterpretiert. Ich glaube, es ist ja auch das komplette Spiel. Ich habe kurz reingeschaut in die Handyfassung. 14,99. Ihr könnt es dann eben auf der PS4 spielen mit den Kopfhüßlerfiguren. Allerdings, da würde ich lieber das richtige Final Fantasy XV empfehlen, auch wenn der Preis in Ordnung ist. SNK Heroines Tag Team Frenzy, das SNK Fighting Game, wo alle Frauen in ein Schloss eingesperrt wurde und Terine Bogart mit dabei ist. Terry Bogart mit Gender Swap. Ich weiß nicht, ich glaube spielerisch soll es ganz gut sein. Ich habe es kurz auf einer Präsentation gesehen, allerdings ist es eben auch Fleischbeschau pur. Also muss man schon ein bisschen Bock drauf haben, glaube ich. Der Preis ist wohl in Ordnung, vor allem weil es gut runtergesetzt ist von 50 Euro und wie gesagt, spielerisch soll es ja auch ganz gut sein. Allerdings, man muss eben auch okay damit sein, dass man wirklich so ziemlich alle weiblichen Charaktere, die hier mit verbaut wurden aus dem SNK Fighting Game Universum, in knappen Kostümchen zu sehen bekommt. Und das muss auch nicht unbedingt immer, also es ist ja kein Verkaufsmerkmal eigentlich, ne? Aber gut. Naruto, keine Ahnung, was Shinobi Striker ist oder nicht. Ein weiteres Game, Punchline. Das würde ich mir vielleicht zulegen. 49,99 zur Runde gepackt auf 19,90. War von einem bekannten Entwickler, oder? Von den Machern der Zero Escape, geschrieben von Kotaro Uchikoshi von der Zero Escape Trilogie, also 9 Persons, 9 Hours, 9 Doors, Virtuous Last Reward und Zero Time Dilemma. Aber ist nicht nur eine Visual Novel, so wie die anderen Games, oder? Ich glaube, das kaufe ich mir tatsächlich, weil Uchikoshi, der hat Grundvertrauen bei mir, von dem gucke ich mir alle Spiele an und von dem kommt bald ein neues Spiel, AI The Somnium Files. Das ist jetzt hier wahrscheinlich noch nicht im Sale drin, wird auch ein Vollpreisspiel werden, der inoffizielle Nachfolger sozusagen zur Zero Escape Reihe, um einen Detektiv, der in Träume einsteigt und ja, Punchline, ich glaube, das lege ich mir zu, ich glaube, das packe ich mir dann rein. Uchikoshi, was auch immer für ein Spiel das dann sein wird. Das sieht wirklich eher nach Visual Novel aus, von hier mit Anime-Sequenzen. Passend zum Anime, basierend auf dem vor der Kritik gefeierten Anime mit einem komplett anderen. Zieh deinen Detektivhut an und untersuche, wie du mit der Hilfe einer perversen Geisterkatze zurück in deinen Körper gelangen kannst. Okay, ja, Uchikoshi, warum nicht? Perverse Geisterkatze, alles klar. So. Hier, Disgaea 5 Complete Bundle. Wir hatten vorhin das Disgaea 1 Remake. Hier kriegt ihr das Complete Bundle für 14,99. Kauft euch das, wenn ihr Bock drauf habt. Oh, Witcher 100 Night Bundle, Teil 1 und Teil 2 für 12,99. Eigentlich ganz nette Action-RPG Hack and Slay, Teil 1 und Teil 2. 12,99. Gibt es tatsächlich eine Kaufempfehlung von mir. Ja, ich gehe mal kurz. Oh, und die einzelnen kosten dich hier 9,99. Aber wenn es beide Games eben dafür gibt. Ich will euch nur mal. Wir zeigen mal kurz hier, es ist so ein bisschen top-downisch und ihr seid dann in Leveln unterwegs, wo ihr Gegner kaputt hauen könnt. Ja, so richtig, okay, aussagekräftig sind die Screenshots nicht, aber mir hat der erste Teil einigermaßen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und den habe ich auf der PS3 noch gespielt, es gibt dann die Neuauflagen auf der PS4 eben jetzt hier. Zeigen wir mal ein bisschen, so richtig Gameplay zeigt er mir nicht, ne? Ja, danke. So richtig viel Gameplay ist hier nicht drin, aber es sind so Top-Down-Action-RPGs und finde ich schon ein guter Preis. Ey, wenn ich die nicht schon hätte, mit dem ersten und dem zweiten Teil zusammen, würde ich mir beide für den Preis holen. Würde ich tun. Tohu Genzo Wanderer Reloaded. Die Tohu-Serie, die Charaktere, die ich glaube von Fans verwendet werden können aus dem Tohu-Universum, aber der Originalzeichner sagt, macht bitte keine Spiele
die aus einem bestimmten Genre sind. Ach, ich komme mit den Toho-Sachen auch durcheinander. Genau, nee, die Toho-Games sind Shoot'em-ups, die von einer Person gemacht wurden. Und ich glaube, auf der Basis der Charaktere, die da verwendet wurden, können andere Leute auch Spiele machen. Allerdings keine Shoot'em-ups klassisch. Und das ist ein zufallsgenerierter Dungeon-Crawler, ja? Toho Genzo Wanderer, also so ein bisschen wie das Chocobo Mystery Dungeon, was wir gesehen haben, aber mit den Toho-Figuren. Ich bin mit den Toho-Figuren kaum vertraut. Ne? Ich weiß, die haben ihre große Fanbase. Das Game ist wahrscheinlich nett. Der Preis ist nicht schlecht für 12,99. Es gibt auch viele andere Toho-Games, die noch in andere Richtungen gehen, wie so Zweier-Beat'em-Ups und teilweise auch ein bisschen was Shootriges, aber nicht von der Top-Down-Art, wie die Ursprungs-Toho-Spiele gewesen sind. Für den Preis könnte man sich's überlegen, aber ich brauche selber momentan nicht noch einen weiteren Dungeon-Crawler. Oh, das ist nicht schlecht. Utaware Homono. Visual Novels, glaube ich, mit so ein bisschen Gameplay-Twist, von denen ich gehört habe, dass die sehr gut sein sollen. Die habe ich beide tatsächlich auch schon. Ne? Das sind zwei Stück, die hier zusammengepackt wurden. Und lädt er jetzt mal hier? Mal gucken. So, jetzt lädt er hier. Und irgendwas ist mit dem Internet jetzt hier gerade. 1990 ist ein solider Preis für beide Games. Atlus hat lokalisiert. Und hat so eine eigene Fantasy-Story. Da ist jetzt noch ein neuer Teil rausgekommen, der aber keine Visual Novel ist, sondern ein Hack-and-Slay-Game und ein Prequel. Uta war Schieß mich tot, San. Und den habe ich gerade auch gekriegt. Den würde ich mal ausprobieren. Ein bisschen Kampfsequenzen und so weiter. Ich habe sehr viel Gutes darüber gehört. Muss mal schauen. Also da solltet ihr euch vielleicht noch mal ein bisschen mehr informieren, ob 20 Euro für zwei Titel ganz gut sind. Preistechnisch schon, aber es sind eben auch zwei Titel, da muss man wissen, worauf man Bock hat. Shining Resonance Refrain hat mich persönlich irgendwie enttäuscht. Guter Preis, runtergesetzt für 14,99 aus der Shining-Serie als Action, Hack'n'Slay, Action-Adventure, Action-RPG, dargestellt von der Shining-Serie von Sega, aber es fühlt sich überhaupt nicht wie die klassischen Shining-Dinger an, sondern es ist ein Anime-Game mit eher, ich mochte das Kampfsystem nicht so sehr und ich habe es sehr schnell liegen lassen, muss ich sagen. Und ja, meins ist es nicht, auch nicht für 14,99. Blaze Blue, Crosstag Battle, Blaze Blue, Arc System Worlds Fighting Game. Mal wieder eines dazu gekommen. Preis von 30 auf 20 runtergesetzt. Hey, über Fighting Games habe ich mehr als genug gesagt. Nobunaga's Ambition, Taishi und Taishi Deluxe Edition. Die Nobunaga's Ambition Spiele sind eigentlich ganz gute Strategiespiele. Nicht Strategie-RPGs, sondern Strategiespiele im Grunde. Wobei ich weiß nicht, ob Taishi vielleicht jetzt hier nicht noch, ist ja Koei Tecmo, mal nicht in die Strategie-Ecke geht, sondern eher in die Dynasty Warriors-Ecke, oder? Wonach sieht das aus? Lass mal kurz gucken. Das kann ja auch noch alle Strategie hier sein. Das ist der junge Nobunaga, oder was? Was für eine Art Game ist denn das? Zeigst du es mir mal? Ah doch, nee, ist doch ein Strategiespiel. Okay. Weil die sind sehr komplex, aber haben auch eine entsprechend große Fanbase im feudalen China angesiedelt und da basierend auf bestimmten historischen Begebenheiten. Man muss vielleicht sagen, das Äquivalent von Civilization aus dann dem asiatischen Bereich, so ein bisschen, na, aber anders von der Strategie her aufgebaut. Brocken habe ich hier schon fast gelesen, auf dem Brocken war ich vor ein paar Wochen zum Urlaub. Ja, einer der neueren Teile, gut runtergesetzt tatsächlich. Hier wahrscheinlich die Deluxe Edition mit extra Sachen, hier nochmal Szenario extra. Weiß man nicht, ob man die vielleicht auf dem PC spielen soll, weil ich glaube, die sind auch auf Steam alle drauf, aber der Preis ist nicht schlecht für Strategiefans, Strategiker. Street Fighter 5 in der Vollversion für 7,99, guter Preis, aber da fehlen euch so ziemlich alle neuen Fighter wahrscheinlich und ohne die Fighter weiß ich nicht so richtig. Lost Child hatte ich kurz, glaube ich, reingeschaut, wieder aus der großen Ecke RPGs mit Visual Novel Ansatz. 12,99 ist tatsächlich ein ganz guter Preis, allerdings auch zu wenig gespielt, um es zu beurteilen. Sonic Forces, viel zu teuer für 14,99, 1,49 € wäre wahrscheinlich richtig gewesen. Dark Souls Remastered für 20 Euro. Ja komm, auch wenn es die Remastered-Version ist, das Ding müsste mittlerweile standardmäßig 20 Euro kosten und auf 10 runtergesetzt sein. Dark Souls ist ein geiles Spiel und die Remastered-Version ist gut, aber 1999, I don't know. Und na, kann vielleicht so ähnlich sein für Dragon's Crown Pro, Dragon's Crown auf der PS3 und auf der Vita gewesen, ein Hack'n'Slay mit RPG-Ansatz und sehr eigenwilligem Design von Vanillaware, George Kamitani, glaube ich, der Designer. 1999, finde ich, hätte auch hier der Standardpreis sein sollen.
Aber gut, kann man schon eher machen. Wobei, ich scheue mich davor, für den gleichen Preis Dragon's Crown Pro zu empfehlen, mehr als Dark Souls Remastered. Wenn es um die beiden geht, holt euch lieber Dark Souls Remastered. So, Little Witch Academia, Chamber of Time, ein Side-Scrolling-Action-RPG-Game auf der Little Witch Academia Anime-Serie, Anime-Folgen, die davon produzieren. Ich glaube, das war ja so ein Kickstarter-Projekt, was sich dann zu einer Serie ausgeweitet hat. Schön umgesetzt vom Stil her, aber das Spiel hier hat mir nicht ganz so sehr gefallen. Ich weiß nicht, ob ich 17,99 dafür empfehlen würde, auch wenn das Preis nicht gut runtergesetzt ist. Mega Dimension Neptunia 7R aus der großen Neptunia-Reihe blicke ich auch nicht durch. Der Preis ist solide hier für 15,99 und ich glaube, es ist auch das aktuellste oder das neueste. Ist das jetzt mehr im Action-RPG oder im RPG-Bereich mit Visual Novel und den ganzen Figuren, die Repräsentation der Videogame-Industrie sind? Ja, ne? Einen großen Löffel da in der Hand und große Mechas reden miteinander mit Steamax. Ach ja, okay, das ist der Roboter, der Steam anscheinend darstellt. Und ja, das ist der Konsolenkrieg, personifiziert durch Kawaii Waifus, irgendwie so war das. Ja, lass mal stecken, ne? Yakuza 6 für 24,99, wer es auch noch nicht hat, ein guter Preis, aber ich würde den 6er eher empfehlen den Leuten, die anderen Sachen dann schon gespielt haben. Also auch wenn der hier günstig zu haben ist, wahrscheinlich wenn ihr noch nicht mit Yakuza so weit seid und zum 6er irgendwann kommt, dann ist er vielleicht nochmal irgendwann in einem Sale. Das ist jetzt nicht so günstig, dass ich sagen würde, schlag zu. Zu Witch and Hunter's Night 2 hatten wir schon was gesagt. Dann, hier ist es schön. Ja, ich teste gerade, es kommt bald für euch, wenn das Embargo abgelaufen ist, Ni no Kuni 1 als Remaster für die PlayStation 4. Kommt auch für die Switch, aber die PlayStation 4 Version teste ich. Hier könnt ihr Ni no Kuni 2 haben. Sehr guter Preis für 14,99. Die gibt es auch im Paket mit dem Season Pass, wobei der Season Pass nicht so dolle ist. Ne? Da ist kein Story DLC dazugekommen, sondern irgendwie nur so ein Endless Dungeon, glaube ich, noch dabei und so ein paar Kleinigkeiten. Das braucht man tatsächlich nicht. Ni no Kuni 2 war ein bisschen umstritten in der Fangemeinde, weil es so ein bisschen einen anderen Ansatz vom Kampfsystem hergegangen ist und da Elemente hatte, so Strategieelemente, die so ein bisschen Handy-Style wirken in der Art, dass man da mit Timern arbeiten muss, während man seine Stadt aufbaut und so. Ey, aber ich fand das Spiel damals ziemlich geil. Ja, also ich habe 90 plus Stunden da drin versenkt und konnte den Controller kaum aus der Hand legen. Und es war ein schönes Spiel, das hat sich schön gespielt, war ein bisschen zu leicht für einige Leute, die dann gesagt haben, oh, da hätte ich lieber noch mal ein bisschen was mehr mit Anspruch gehabt. Aber das ist so eher ein dezent anderer Ansatz, als es das erste Game verfolgt hat. Mir hat es, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und ich würde die 14,99 absolut empfehlen. Das ist ein sehr schöner Preis und bald kommt ja auch der erste Teil als Remaster für die PS4. Kann man sich gerne mal geben. Ihr braucht nicht die Princess Edition. So, das ist ein guter Preis. 25th War, The Silver Case. 2 Visual Novels zum Preis von einem Drittel. 9,99 für beide. Von Suda51. Suda51 hatte auf der PlayStation 1 sehr abgedrehte Visual Novels um Mörder und eine Mordserie gemacht. Und ihr spielt Polizisten, die miteinander zu tun haben, in diesem verworrenen Dickicht an Lügen. Und Puzzles, die gelöst werden müssen. Ihr seht, wie der Stil ist. War schon ein bisschen so Killer7-mäßig. Und ich glaube, es zählt sogar zum erweiterten Killer7-Universum. Und ich habe den ersten Teil nicht ganz durchgespielt, aber einigermaßen weit. Das ist nicht die Collection. Okay, ich dachte, 25 Wars ist die Collection. Nein, das ist das Sequel, Prequel, ne? Die spannende Entschuldigung, ne? Dann natürlich, okay, ja, es sind nicht beide Titel für 99, weil das Original ist The Silver Case und die Fortsetzung ist The 25th Ward Silver Case. Das habe ich noch nicht gespielt. 99 ist dafür dort immer noch ein ganz guter Preis. Wahrscheinlich gibt es hier auch das erste Silver Case, auch für einen ähnlichen Preis. Das erste war ganz cool. Das zweite will ich mir auch auf jeden Fall nochmal geben und ich hätte gesagt, hey, wenn das ein Paket ist, dann hole ich es mir, ja, steht auch noch Vollversion und nicht Paket dabei. 99 ist wahrscheinlich auch gut dafür, allerdings vielleicht gibt es irgendwo tatsächlich nochmal ein Paket, wo beide mit dabei sind. Da würde ich eher empfehlen, zuerst den ersten Teil zu spielen. Die Royal Edition von Final Fantasy 15, 24, 99 Royal Edition mit so ziemlich allen Addons, ich glaube nicht allen, aber sehr viel, was zusätzlich gekommen ist mit den Episoden. Ist ein guter Preis, Final Fantasy 15 mag ich, 24,99 kann man sich geben. Dissidia, runtergesetzt von 30 auf 14,99. Dissidia,
kann Spaß machen, aber es ist ein eher sperriges Spiel. Es kommt aus den Arcades in Japan, 3-on-3-Fights mit Final Fantasy-Figuren. Und ich glaube, das Online muss leider mittlerweile hier eingeschlafen sein. Es gab sehr viel zu beachten. Ja? Ich habe es ja damals auch gemeinsam mit den Kollegen von Square of Rocket Beans TV nochmal vorgestellt. Und ich habe sogar in Japan in den Spielhallen gesehen, wie Leute das gezockt haben. Ist eben ein 3-on-3-Fighting-Game mit viel Taktik und sehr viel Sachen, die man beachten muss. Der Stil ist cool. Allerdings, Singleplayer-Content ist nicht viel dabei. Wenn man nicht Multiplayer spielen möchte, dann ist man, ja, schnell sozusagen am Ende mit dem, was man mit dem Spiel anstellt. Und ich glaube auch, wenn ich 3-on-3 sage, das bedeutet, es sind zwei Leute, die gegeneinander antreten und jeder hat ein Dreier-Team, zwischen dem rumgewechselt werden kann. Der Rest ist die KI, glaube ich, hier, oder? Oder können auch drei jeweils, ne doch, 3-on-3? Können auch wirklich, okay, das geht dann schon. Nicht nur, du kannst mit zwei Leuten spielen, weil das haben wir hauptsächlich gemacht, dass jeder mal ein Team übernommen hat oder dass drei Leute auf einem Team sind, gegen KI antreten, aber du kannst auch 3 gegen 3 richtig machen. Brauchst natürlich PlayStation Plus für den Multiplayer. Für Fans, selbst für 14,99 muss ich leider mittlerweile sagen. Und hier die Digital Deluxe Edition natürlich mit eher mehr Charakteren. Fatal Bullet hatten wir gesprochen. Metal Gear Survive. Nein, nicht für 9,99, tut mir leid. Undernight, Inbirth, Excel Latest, ein weiteres Beat'em Up, 24,99 für Anime-Fans, ist sogar zuletzt auf der Evo gelandet, dass ein paar Leute Undernight, Inbirth gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es die Version hier gewesen ist. Eins unter vielen, muss man auch hier sagen, obwohl die Animationen ganz nett gewesen sind, da würde ich auch sagen, selbst bei 24,99 ein Liebhaberpreis. Secret of Mana Remake, runtergesetzt für 19,99. 40 fand ich schon war ein happiger Preis, ich hätte es eher auch standardmäßig auf 19,99 gesehen. Hat ja viel Schelte abbekommen, weil die Optik so ein bisschen Handy-Game-mäßig wirkt und sie hätte auch schöner sein können, aber spielerisch ist es das gleiche Game, wie wir es damals bekommen haben. Und ich muss sagen, da sind zwei Faktoren drin. A, Secret of Mana war nie das allergeilste Spiel rein vom Gameplay her, sondern kamen andere Faktoren mit dazu. Und das wurde hier eben erhalten, dass es das gleiche Spiel ist. Und das merken vielleicht einige Leute nach vielen Jahren. Oh, vielleicht war Secret of Mana, hat mich so ein bisschen mit der Technik geblendet und wie die Musik gewesen ist. Ich muss sagen, ich bin auch hier wieder im Remake reingekommen. Da habe ich auch ein ausführliches Video dazu gemacht. Und ich bin noch gespannt auf das Trials of Mana Remake, also vom Nachfolger Seiken Densetsu 3, was ja im nächsten Jahr kommen wird. Das sieht nämlich nochmal ein bisschen geiler aus als das hier. Wenn man sich dran gewöhnt, ist es tatsächlich keine schlecht umgesetzte Version. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen günstiger sehen, ganz ehrlich. 14,99 oder 9,99 wären echt guter Sale-Preis. Bei 9,99 würde ich sagen, holt es euch. 19,99 schwierig. 40 € sowieso nur für absolute Fans, hätte ich gesagt. So, Seven Deadly Sins, das ist eine Anime-Serie von Netflix. Habe ich bisher keine Folge gesehen. Sehr viel runtergesetzt von 19,99. Ist, glaube ich, hier auch als Beat'em-up umgesetzt. Aber eine Netflix-Serie von, eine Anime-Netflix-Serie exklusiv hier als Game umgesetzt. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt haben muss. Das ist interessant. Das Street Fighter 5 Arcade Deluxe Edition. 7,49 hat ja die Nicht-Deluxe Edition gekostet. Hier muss man schauen, welche Pakete drin sind für den Preis, weil 20 € jetzt mit allen 3 Season Passes wäre, glaube ich, ganz nett, wenn man das mitnimmt. Mal sehen, welche Season Passes dabei. Season 3 Kämpfer sind bereits verfügbar. Achso, es sind alle sogar, ne? Also Season 1, 2 und 3. Ich glaube, das sind ja die 3 Seasons. Plus Blanka, Falke und Co., die sind G und Sagat kommen dazu. Wobei, gibt es mittlerweile Season 4 und kommt dann noch ein bisschen weiter. Wann ist dann das Release worden? Ah, okay. 2. Februar 2018. Ne, da kam dieses Jahr noch was, ne? Also es ist nicht alles, was man damit kriegt. Und mal kurz gucken hier bei den Add-ons. Guck, es gibt das Costume Bundle, Holiday Pack, Story Costume Pack. Schwierig. Kann ich fast sagen, hey, für 7,99 Ultra Street Fighter 4 kann man empfehlen, weil da sind sehr viele Kämpfe dabei, aber es ist immer noch ein geiles Spiel. Beim 5er ist es schwierig mit der Aufteilung der Figuren. Wenn es alles dabei wäre, checkt das nochmal, weil dann finde ich 20 € keinen schlechten Preis. Allerdings, ich möchte euch kein Stückwerk empfehlen. Ey, gut runtergesetzt, Dragon Ball Fighters von 70 auf 19,99 oder die Ultimate Edition auf 34,99, ich glaube mit den Extra-Kämpfern, die noch dazugekommen sind. Ist ein super Game, ja, ist natürlich auch wieder Beat'em Up, Story-Modus ein bisschen Kokolores, aber das Kämpfen an sich haben sie richtig geil umgesetzt. Und das ist das erste Beat'em Up, was ich mir für 19,99 holen würde. Guter Preis auch für Monster Hunter World, in Vorbereitung auf
Iceborne, was ja das Add-on ist, das gerade rausgekommen ist, ihr braucht auch das Hauptspiel. Nicht vergessen, ne? Es gibt zwar eine komplette Edition, wo Iceborne und das Hauptspiel drin ist als Expansion, aber ihr braucht das Original auch und für 19,99 ist schon okay. Ja klar, Monster Hunter World, eins der erfolgreichsten Games von Capcom. Ich glaube, das meistverkaufte insgesamt sogar mittlerweile geworden. Und auf der PS4 spielt es sich gut. Ich habe es auf der PS4 gezockt. Wenn ihr Iceborne euch holen wollt, 19,99 ist ein guter Start dafür. Ihr müsst ja eh das Originalspiel dann nochmal zocken. Lost 4 für 29,99, da fand ich auch den Ursprungspreis von 49,99 ein bisschen viel, muss ich sagen, denn 29,99 für ein Oldschool-artiges RPG mit eher Maueroptik und zwar in Ordnung Gameplay, aber so von dem, was ich gesehen hatte, hatte mich die Story noch nicht so da weggerissen. Ah, ich kann es nicht für 29,99 empfehlen von dem Eindruck, den ich habe, sondern finde ich eher gesagt, bei 14,99 hätte ich gesagt, ja, durchaus, kann man machen, wenn man mal ein Video angeguckt hat und Bock drauf hat. 29,99 eher nicht, würde ich weglassen. Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, 17,99 von 50 Euro, so gut runtergesetzt. Ich glaube, die Neuauflage vom Digimon Rollenspiel, was ich mir in der Urfassung geholt habe und das gar nicht mal so schlecht gewesen ist, natürlich ein bisschen Pokémon-Style, klar, weil Digimon ist Pokémon, aber mit, ja, und ihr seht es hier mit den Kämpfen, mit euren Figuren, die ihr habt, alles in so einem Cyberspace, aber auch in der richtigen Welt angesiedelt. Das war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, das Urspiel. Mit Hacker's Memory bin ich nicht so vertraut, was das jetzt nochmal extra gemacht hat, weil ich habe die Urfassung gespielt. Ist das was ganz Neues? Ist es upgedatet? Der Preis ist nicht schlecht. Ich werde mich mal schlau machen, weil ich glaube, für 17,99 würde ich mir tatsächlich auch nochmal zulegen, wenn das was Neues ist, was ich noch nicht habe. Gut runtergesetzt, Star Ocean Last Hope 4K und Full HD für 10,49 von, also um die Hälfte von 20,99. 2019 ist ein bisschen teuer gewesen, Star Ocean 4, ordentlich remastered auf der PS4, waren PS3 und Xbox 360 Titel, unter Vorbehalt, denn Star Ocean 4 hat gameplay-technisch wirklich einiges zu bieten, das Kampfsystem, das ist echt schön, auch so vom Styling her und von der Action, die man da machen kann, das ist schon was, also gerade das Kampfsystem ist wirklich top und es kann echt viel Spaß machen mit viel Spieltiefe. Allerdings, Star Ocean 4 hat mitunter die schlechteste Story, die ich jemals in einem Rollenspiel gesehen habe und in der Form, da gab es eine Szene, die mich irgendwann so aktiv wütend gemacht hat vor dem Fernseher, wo ich permanent mit dem Kopf geschüttelt habe für 1,5 Stunden, wo die abgelaufen ist. Und danach habe ich die Konsole ausgemacht und nie wieder gespielt, weil mir das so sehr auf die Nerven gegangen ist. Also wenn ihr vielleicht die Story-Sequenzen überspringt, könnte das was für euch sein, wenn ihr ein bisschen so auf Space-Styling steht. Und das Remaster ist tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht geworden von der technischen Seite aus her, aber inhaltlich haben sie natürlich nichts geändert. Der Preis ist dafür in Ordnung. Romancing Saga 2, ein altes Super Nintendo RPG, umgesetzt auf Handy, umgesetzt auf PS4 und Switch und andere Plattformen. Ich fand 24,99 ein bisschen teuer dafür, vor allem weil die Handy-Umsetzung hätte noch ein bisschen geiler sein können, meines Erachtens. Die Sprites alle sehr pixelig, aber die Hintergründe dafür komisch. Warte mal, kann man das hier sich auch nochmal angucken? Also, ja, ne, und die wurden eher nochmal zusätzlich bewegt mit Sprite-Manipulation. Kann man schon machen, auch wenn es ein recht eigenständiger Titel damals gewesen ist, aus der Hand von Akitoshi Kawazu, der Final Fantasy 2 gemacht hat, der etwas andere RPGs umgesetzt hat. Also die Romancing-Saga-Spiele habe ich nicht so sehr gespielt. Die anderen Saga-Games, die später gefolgt sind, wie Saga Frontier, kenne ich mich ein bisschen besser aus. Und man darf keine klassischen RPGs erwarten, auch wenn sie so aussehen. Die sind gameplay-technisch alle ein bisschen anders aufgelegt. Ich habe es mir für 24,99 für die Switch geholt, um es auf Halde zu haben. Ich finde, das könnte noch ein bisschen mehr runtergesetzt sein, statt 18,74. Da, also 99, ne? Für den Preis von Star Ocean hätte ich, glaube ich, das eher empfohlen. Demon Gaze, ein weiterer Dungeon Crawler aus der ganzen NES America Ecke. Das erste Demon Gaze war gar nicht mal so schlecht, das habe ich mir angeguckt, also einen leichten Future gemischt mit Dämonen-Style gehabt und die Dungeon Crawler sind eigentlich alle recht solide. Ist ein guter Preis für 12,99. Checkt mal das Video aus, wenn ihr einen Dungeon Crawler braucht, 12,99. Nicht schlecht. Neo Complete Edition mit den ganzen Add-ons für 24,99 statt 40 Euro. Neo ist ein gutes Spiel. Da gucke ich mir demnächst übrigens Neo 2 an, was ja bald kommt. Könnte noch ein bisschen günstiger sein, aber es ist ja auch noch das Add-on hier mit drin. Ich habe es mir ohne Add-on geholt. Es gab es auch schon mal nochmal günstiger. Das ist jetzt nicht der günstigste Preis, der hier gewesen ist. Aber mit dem Add-on könnte man sich überlegen, wenn man nochmal eben Souls-artiges Hack and Slay braucht mit hohem Anspruch.
Das ist tatsächlich kein schlechter Preis. DotHack GU Last Recode, das Remaster von der DotHack GU Reihe von der PlayStation 2. Drei PlayStation 2 Spiele um ein weiteres Erweiter, sodass man vier Spiele jetzt hat in einem Paket. Immer noch die Basis auf PlayStation 2 mit einer Story aus dem DotHack Universum, jetzt im Endeffekt Sword Art Online gewesen ist, bevor Sword Art Online war. Man spielt einen Charakter in einem virtuellen MMO und ist da unterwegs, aber da passieren natürlich noch mal ein bisschen mehr Sachen. Habe ich auch ein ausführliches Testvideo dazu gemacht. Muss man, glaube ich, auch Bock drauf haben. Aber ganz ehrlich, man kriegt vier Spiele auf einmal für 12,99. Ne? Und wenn man ansatzweise so ein bisschen Bock auf die Art hat, wie die Games sich zocken, schaut euch ja gerne mal ein Review-Video an oder mal ein bisschen mal längere Trailer, weil 12,99 ist ein guter Preis. Hätte ich mir geholt, wenn ich das nicht schon hätte. Yumanari Midnight Shadows, der Nachfolger von Yumavari, ein Top-Down-Horror-Game mit niedlichen Figuren. Das ist der zweite Teil. Midnight Shadows hat einen sehr coolen Stil. 9,99. Ja, es ist ein Stealth-Horror-Game mit so ein bisschen verworrenem Level-Design, wo man unterwegs sein kann. Ich finde den Stil cool. No, und mir hat es auch Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall mehr für 99 zu empfehlen als für 29,99. Eventuell hätte ich da auf ein Paket mit dem ersten Teil gehofft für 99, wie es bei The Silver Case gewesen ist. So, checkt es mal. Bei 99 kann ich keine allgemeine Empfehlung machen. Chaos Child ist von den Steins Gate Machern, eine Visual Novel, runtergesetzt von 54,99 auf 24,99. Ich habe da kurz reingeschaut, die war sehr verstörend von dem, was ich gespielt habe. Also, soweit ich weiß, soll es nicht ganz der Qualität entsprechen, die Steins Gate hat. Nochmal ein bisschen mehr anime-mäßige Stories, gehört eben zu dem erweiterten Universum. Und 24,99 würde ich eher Steins Gate erstmal empfehlen. Das ist wahrscheinlich eher was für Leute, die schon mal dann einfach mal solche Visual Novels erlebt haben, die ein bisschen drüber hinausgehen, dass es nicht nur Dating Sim und Fleischbeschau oder sowas ist, wobei seht ja auch hier wieder viele Anime-Mädels, also ein bisschen was zum Angucken für entsprechende Klientel gibt es dann anscheinend auch. Aber es steigt wirklich mit einer sehr heftigen Szene ein, muss ich sagen. Eine der wenigen, die mich auch tatsächlich, also beim Lesen dann auch, ich musste erstmal durchatmen. Ne? Und das schafft nicht jede Visual Novel, muss ich sagen. 24,99 am ehesten zu empfehlen für Leute, die schon andere Visual Novels erlebt haben. So, da ist noch ein Tohu-Game. Und ich glaube, Burst Battle, 11,99 von 30 runtergesetzt, ist dieses Zweier-Shoot'em-Up, wo man in Arenen sich gegenseitig... Ah, genau das ist es, ja. War nicht meins. War nicht meins, muss ich sagen. Schaut euch das Gameplay einmal an. Ihr seid in der Arena unterwegs und ihr habt dann eure Charaktere und genau, es ist so Bullet Hell mit, könnt gegen den PC spielen, gegen den Computer oder gegen euch selbst mit 8 anderen Toho Favorites, die man auswählen kann. Meins war es nicht. Und hier seht ihr sogar noch Bilder von der Vita-Version. So lang ist das her. Dragon's Dogma Dark Arisen, das Remaster für die PS4, leider keine 60 Frames auf der Standard-PS4 und ich glaube auch nicht auf der PS4 Pro. Das ist schade, weil auf dem PC war es 60 Frames. Dragon's Dogma Dark Arisen, eins meiner Lieblings-RPGs, Top 20, der Top 101 besten Rollenspieler aller Zeiten bei mir gewesen und 99 ist es auch in der Version absolut wert. Danganronpa V3 Killing Harmony, die Danganronpa Visual Novels gemischt mit Puzzle-Action mit dabei. Finde ich geil, nicht so eine Spur drunter eventuell gegenüber den Zero Escape Games, was so den Anspruch angeht, aber dafür haben sie eine ganz andere Art von verquerten Humor. Der dritte Teil schließt die Reihe ab von Danganronpa. Es gab noch Teil 1 und 2 für, ist auf der Vita damals gestartet, aber mittlerweile gibt es das für alle möglichen Konsolen und so weiter. Ich würde da auch eher empfehlen, probiert erst die Teile voraus, wobei storytechnisch könnt ihr auch mit dem hier einsteigen, aber es funktioniert besser und die Referenzen und Zitate, die hier drin sind, versteht ihr auch mehr, wenn ihr die ersten beiden gespielt habt. Der Preis ist vollkommen okay, finde ich, für 19,99, weil ihr wirklich sehr viel Spiel geboten bekommt und Danganronpa 3 ist ein bisschen umstritten in der Fangemeinde. Entweder man liebt es und man hasst oder man hasst es. Ich habe es eher geliebt, muss ich sagen, weil sie sich einfach sehr, sehr viel getraut hat im Storytelling. Aber da auch würde ich sagen, 1990, guck mal, ob ein Bundle von den ersten Teilen dabei ist. Gundam habe ich ignoriert. Von 60€ auf 20€ scheint ein guter Preis zu sein. Zenran Kagura, Peach Beach Splash ist, glaube ich, Splatoon mit Titten. No? Oder Peach Beach Splash Sexy Soaker schieß mich tot. So. Kurz mal über die Titel schnacken. Na, immerhin, wir sind ja bald durch. Final Fantasy 9 in der Digital Edition für 14,69 runtergesetzt, 30% von 20,99. Final Fantasy 9 ist den Preis durchaus wert. Ich finde das Remaster nicht so dolle, muss ich sagen. Basierend auf Handytechnik, nicht so viel angestellt mit den Hintergründen.
Hier, ihr seht so ein ganz komischer Upscale-Filter vor den eher sauberen Figuren. Ich finde, ich weiß nicht so recht, ne? Also, da kann man vielleicht eher was. Ah ja, und die hässlichen Handy-Menüs, die hier übertragen wurden. Final Fantasy IX ist ein tolles Spiel, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich fast schon eher empfehlen, trotz der ganzen Updates, die man hier bekommen hat, inklusive, dass man, glaube ich, sogar vorspulen kann und ein paar nette weitere Gimmicks hat, die PlayStation Classic-Version aus dem PSN, also die originale PlayStation-Version, auf einer Vita spielen, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil da sieht das tatsächlich im Original, finde ich, besser aus als dieses Update hier. Das wäre mir leider nicht ganz die 14,69 wert, muss ich sagen. Marvel vs. Capcom, das packt ihr als Japan-Game dazu. Der Preis ist okay für 19,99, aber es war damals schon eine Enttäuschung. Ich will dem vielleicht irgendwann mal eine Chance geben, aber ich habe es 2 Stunden lang gespielt mit Kollege Dennis Heinrichs und dann habe ich mehr als genug da rausbekommen. So, super Preis, 17,99, Ys 8 Lacrimosa auf Dana, eins meiner Lieblingsspiele letztes Jahr. Tolles, tolles Action-Adventure mit RPG-Elementen, mit ein bisschen Insel, Bau, Atmosphäre, Romantik, viel zu mal Kunden, Dinosaurier zum Kaputthauen. Natürlich muss man Bock auf Anime-Styling haben, Fishing-Minigames, allem drum und dran. Ich mag die E-Spiele, Ys 8 war fantastisch und 17,99 ist es absolut wert, weil es geil war. Utahwara Mono haben wir schon gesprochen, hier anstatt im Paket einzelne Titel und dann wohl eher die Titel. Der Rabbi Ribi, ein Hasenmädel mit dem Hammer. Das Icon habe ich schon mal gesehen. Ich weiß allerdings nicht, was Rabbi Ribi für ein Titel ist. Cutscenes mit Anime-Mädels, mit Bunny Ears und ein Side-Scrolling-Pixel-Action-Game. Sieht so ein bisschen so Mega Man Bullet Hell aus, würde ich jetzt sagen, ne? Oder ist das so ein Kampfspiel sogar? Ich kenne es leider zu wenig, um eine Empfehlung abzugeben. Yakuza Kiwami, 99 ist ein guter Preis, auch wenn es nur um die Hälfte runtergesetzt ist, in Anführungsstrichen von 20. Auch hier Yakuza Zero ist meine Empfehlung. 99 kann man schon mal mitnehmen für den Preis, aber Yakuza Zero ist der Titel, bei dem man einsteigen sollte, wenn man noch keine Berührungspunkte hat. Naruto, One Piece. Ignorieren wir. White Day, A Labyrinth Named School, habe ich mit der lieben Katharina zusammengespielt. Ein Ego-Perspektiven-Horror-Game aus Korea, ein Remake eines alten PC-Games, das ziemlich scary gewesen ist. Der Stil ist tatsächlich ganz cool, aber das Spiel an sich ist anstrengend, weil ihr häufig verfolgt werdet von Hausmeistern, die euch an den Kragen wollen und euch verstecken müsst und allem drum und dran. Es ist cool vom Stil her aus, aber es ist anstrengend zum Spielen. Wenn ihr mit der Anstrengung einhergeht, dann finde ich es 9,99 ein ganz guter Preis, runtergesetzt von 30, also 9,99 kann man machen, muss man aber die Böcke drauf haben. Das kenne ich nicht. Final Fantasy XII, The Zodiac Age, das Remaster von Final Fantasy XII, da sind zuletzt ja auch nochmal eine Switch-Version erschienen. 29,99 ist teuer, Leute. Und die Ursprungsversion mit 50 war auch schon ziemlich teuer, muss ich sagen. Also da eher 14,99 hätte ich gesagt, ja, ne, ist ein gutes Spiel, wenn ihr noch keine andere Version habt und den Standardpreis auf 20 Euro. Aber runtergesetzt für 29,99 muss man schon Liebhaber sein. Excel Words kenne ich nicht, aber schon wieder Sword Art Online, das können wir, glaube ich, überspringen. Valkyria Revolution. Valkyria Chronicles ist ein tolles Strategiespiel, haben wir auch Teil 4 oben gesehen. Valkyria Revolution ist das Action Adventure, Action-RPG-Spin-Off, das ziemlich scheiße gewesen ist. Und es kostete hier schon 19,99, weil der Standardpreis runtergesetzt wird. Ich habe es nicht gemocht, mich hat es enttäuscht, weil ich Valkyria Chronicles auch so sehr mag. Und das hat einfach nichts davon gehabt, von dem, wie ich mir ein gutes Spiel vorstelle. Also da hat sich nicht gut gespielt, das Charakterdesign kam nicht gut rüber, die Story war irgendwie verquert von dem, was ich gespielt habe. Und nee, keine 9,99. Danganronpa hatten wir vorhin mit Teil 3. Das ist das Danganronpa-Spin-Off Ultra Despair Girls Another Episode. 11,99 von 30 runtergesetzt. Ich habe das Original auf der Vita gespielt. Ein Ego-Shooter aus dem Danganronpa-Universum mit entsprechend großem Visual Novel und Story-Anteil. Teilweise sehr verquerte Sachen, die hier passieren. Und ich habe es des Kompletismus wegen auf der Vita durchgespielt. Ja, ihr habt ein Megafon, mit dem ihr mechanische Bären abschießt aus der Third-Person-Ego-Shooter-Perspektive. Mit dem Charakter hier aus dem Original plus der Schwester des Hauptdarstellers von Teil 1. Und ja, ihr flüchtet in einer Side-Story aus der Stadt, wo gerade mechanische Bären unterwegs sind. Als Fan der Serie kann man schon machen, muss man nicht. Und man muss sich auf sehr verquertes Storytelling, vor allem mit diesen Antagonisten, hier einstellen. Holy shit, ist da teilweise komischer Kram da gewesen. Ich habe es durchgespielt.
Preis ist okay dafür. God Wars Future Past auch gut runtergesetzt von 50 Euro auf 12,99. Ist ein Strategiespiel. So ein bisschen Final Fantasy Tactics Style, vielleicht Tactics Ogre könnte man eher sagen. Aber können wir hier irgendwo mal einen Screenshot sehen? Ich will jetzt nicht groß das Video anmachen. Ja, so sieht das aus, genau, aus hier. Oder, ja gut, sagen wir mal, das Gaia gemischt eher mit so ein bisschen traditionellem japanischem Fantasy-Design, was man mitnehmen kann. Habe ich kurz auf der Vita gespielt, hat mich jetzt nicht so lange gefesselt, dass ich es weitergezockt habe, aber 12,99 ist ein guter Preis, kann man nichts dagegen sagen. Cladon Returns, das ist Sengoku, ich kenne die Cladon-Spiele leider zu wenig, um zu sagen, ob es sich jetzt lohnt. Der Preis ist eigentlich ganz gut für 7,99. Noch ein Guilty Gear, ein bisschen älteres, wobei Guilty Gear Xrd Revision 2, das war so das erste Spiel, was durch die 2D-Optik, besser gesagt Polygonmodelle so zu 2D-Optik umgemodelt hat, dass die Leute trotzdem dachten, sie haben ein handanimiertes Spiel. Und sieht geil aus, da kommt ja bald ein neues Guilty Gear in Bälde. Man muss schon natürlich Bock haben auf das Beat'em-Up. Der Preis ist gut. 12,99. Das, was ich über andere Beat'em-Ups gesagt habe, gilt hier allerdings auch. Was haben wir sonst noch? Akiba's Beat, das ist die Fortsetzung, glaube ich, von Akiba's Trip. Ein Action-RPG in Akihabara mit teilweise etwas entrückten Storytelling, sagen wir es mal so, und Charakterisierung von Figuren. Ich konnte Akiba's Trip nicht wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich selbst für 7,99 Akiba's Beat empfehlen kann. Aber ich habe das noch nicht und vielleicht des Kompletismus wegen für 7,99, weil es günstig ist. Birth is the Beginning von 40 runtergesetzt auf 9,99 ist ein bisschen schade, dass es nicht ganz so gut angekommen ist. Es ist ein Strategiegame, eine Lebenssimulation, dass man einen Planeten bevölkert und alles von dem Dinosaurier-Age bis in die ferne Zukunft hier macht mit teilweise sehr komplexen Sachen. Es ist der Entwickler von Yasuhiro Wada, der hat irgendetwas vorher gemacht. War das der Ogre Battle Typ? Oder? Na, nicht ganz, ne? Aber es war auf jeden Fall der Yasuhiro Wada. Kann mich noch erinnern, weil ich da beim Entwickler gewesen bin. Also die waren hier, die Leute von NSA America in Hamburg. Und die haben dann entsprechend von Herrn Wada erzählt und mir das Spiel gezeigt. Es sah interessant aus, aber es ist ein komplexes Strategiespiel. Und da muss man auch wirklich mal sich darauf einlassen können. Es ist nicht die typische Konsolengeschichte. Und ihr seht hier teilweise, ne, was man da mal anstellen kann und entsprechend das Land und Zeitregionen einstellen und Vorspulen und so weiter und so fort. Man muss schon echt viel Bock drauf haben, trotz des niedlichen Styles. Das ist ein aufwendiges Spiel. Ne? 9,99 ist ein guter Preis tatsächlich dafür. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eher, ja doch, für 9,99 kann man vielleicht sich das eher geben als Romancing Saga, Nobunagas Ambition. Besser gesagt, auch wenn das nicht exakt die gleiche Art von Spielen sind. Allerdings kann man sich ja mal geben, ja, 9,99 für Strategiefans. Dragon Quest Heroes 2, der zweite Teil des Dynasty Warriors Ablegers mit Dragon Quest Lizenz, die sind nicht schlecht, ne? 29,99 finde ich ein bisschen teuer noch, das hätte ich lieber trotz der Digital Explorers Edition noch ein bisschen günstiger gesehen. The Silver Case, habe ich vorhin schon gesagt zu The 25th Wolf, das Original, 9,99 ist schon in Ordnung dafür, auch wenn ich mir ein Paket gerne zwischen beiden gewünscht hätte. Persona 5 habe ich sehr gern gemocht, allerdings, da kommt ja bald Persona 5 Royal mit einem neuen Charakter mit dazu, mit vielen Upgrades und so weiter, und der Preis ist zwar okay, also für so ein vergleichsweise altes Spiel, dass er jetzt auf 30 runtergesetzt ist, aber wenn jetzt schon die nächste Version in den Startlöchern steht, die eben das Hauptspiel so erweitert. Weiß ich nicht, ob man jetzt schon 30 dafür ausgeben sollte. Kingdom Hearts empfehle ich eher das andere Paket. Da kriegt ihr eben für 20 Euro mehr nochmal Kingdom Hearts 3 dazu. Lohnt sich schon. Tohu-Spiele I Ignore, da haben wir schon genug darüber erzählt. Und wir sind bei der vorletzten Seite hier. Noch ein Tohu. Ah, Danganronpa 1, 2 Reloaded. Ja, Teil 1 und Teil 2 zusammen mit einem Paket für 14,99. Absolute Empfehlung, ja. Teil 1 und Teil 2, zwei meiner Lieblingsgames, waren super, waren geil, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und auf jeden Fall, wenn ihr ein Danganronpa-Spiel euch holt, dann holt euch das hier, dann habt ihr nämlich zwei. 14,99 ist ein super Preis, kann ich sehr empfehlen. Das originale Nioh ohne das Add-on für 10 Euro weniger als mit dem Add-on. Muss mal gucken, ob das mit dem Add-on so viel wert ist. 14,99 ist Nioh durchaus wert, muss man sagen, aber schon ein ganz gutes Game. Naruto, Digimon World, Next Order, Blicke für... Oh, aber es ist... Oh, Alter, 7,99 von 60 Euro... Okay. Aber das ist nicht das, was ich mir geholt habe. Ne? Sieht ein bisschen Standard-RPG-mäßig aus. Das packe ich mir auf die Liste. 7,99 von 60, ja.
Why not? Why not? Tales of Berseria, sehr schönes Spiel. 99 ist auch ein toller Preis, wobei es schon sowieso runtergesetzt war durch die PlayStation-Hits auf 19,99. Aber eins der besseren Tales-Spiele der letzten Jahre kann man sich auf jeden Fall geben. Kingdom Hearts 2,8, nicht empfehlenswert als Einzelgame, selbst für 30 Euro, weil es irgendwie ein Spiel plus ein paar extra Episoden sind, die nicht so enorm lang sind. Ihr kriegt es ja schon im Paket mit der All-in-One-Collection, wenn dann nur die kaufen und nicht die anderen. Da ist Yakuza Zero auch runtergesetzt, ursprünglich auf 1999, hier für 14,99 PlayStation-Hits. Preis, selbst für 1999 wäre es wert, das beste Yakuza-Game für Einsteiger und auch overall mein Lieblings-Yakuza-Game mittlerweile, nach den ganzen, die ich gespielt habe bis dato. Und kann man absolut empfehlen, Japan, Open-World, Action-Adventure, Action, schöne Story-Charaktere, viele Minigames, zwar auch ein paar langwierige Sachen, nicht alles ist perfekt natürlich an dem Spiel, aber wenn man nicht weiß, ob einem Yakuza gefällt und man dem eine Chance geben möchte, Yakuza Zero ist das Richtige. World of Final Fantasy, der Port des alten PlayStation Vita Games, PlayStation Vita war die Ursprungsfassung, glaube ich, ne? Auf der PS4, 12,49 ist ein guter Preis. Kopffüßler Final Fantasy Figuren, die durch eine eigenständige Story mit anderen Charakteren durchgearbeitet werden. Eigenständiges Kampfsystem auch, ja, die sehen ein bisschen aus wie diese Vinyl Pop Figuren. Und hier, und auch ein bisschen Kingdom Hearts Styling haben die mit dabei. Innerhalb der Kämpfe hat man ja dieses Bremer Stadtmusikanten-Ding. Es war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich habe es auf der Vita ganz gerne gespielt. 12,49, mach mal. Ja, wenn euch das hier zusagt und euch mal ein Video anguckt, ihr findet 12,49, ist ein guter Preis dafür. Street Fighter 5 Arcade Edition, blicke ich nicht durch. Die andere Complete Edition waren ja nochmal mehr als die hier. Wahrscheinlich nochmal mit mehr Figuren, die dabei sind. Necropolis kenne ich leider nicht, aber gut runtergesetzt. Steins Gate Zero, das Prequel zu Steins Gate und nicht verwechseln mit Steins Gate Elite, weil das ist Steins Gate 1 im Remaster, im Remake, besser gesagt. 14,99, ich habe es auf der Vita, aber ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, also kann ich nicht sagen, ob es was taugt oder nicht. Die Stimmen, die ich mal gehört habe, glaube ich, gingen in die Richtung, ja, ist solide, aber ist nicht gleich das Niveau von dem ersten Steins Gate. Da würde ich eher das erste Steins Gate empfehlen, ob in der Elite-Fassung oder in der klassischen. Das erste Dragon Quest Builders, ey, ihr kriegt schon Teil 2 für ein paar Euro mehr. Da würde ich den ersten Teil, wobei der auch noch ganz gut ist, aber der zweite hat ein paar schöne Upgrades mitgebracht, nicht unbedingt für 30 hier empfehlen. Mehr Sword Art Online, die waren, glaube ich, nicht ganz so dolle. Noch ein Blaze Blue. Dragon Ball Xenoverse 1 und 2 für 19,99 statt 90. Die Xenoverse-Dinger waren auch nicht so ganz meins, so mit ein bisschen Online-Elementen und ein bisschen Open World, nicht ganz Open World würde ich es nennen, aber ihr seid auch irgendwie herumgelaufen in Städten und habt da mit Leuten geredet. Kann mich totschlagen damit. Oh, Root Letter, eine Visual Novel, die ich mir auch für die PS Vita geholt habe. Der Preis ist nicht schlecht für 99, weil ansonsten war es nicht so weit runtergesetzt wie hier. Bisschen melancholisch schien es mir zu sein, ja, um jemanden, der, ich glaube, jemand bekommt einen Brief und er versucht, den Absender des Briefes zu finden. Irgendwie so, ich habe den Anfang mir nur mal angeschaut und bisher noch nicht weitergelesen. Der Preis hier ist aber, habe ich es gerade gemacht. Der Preis ist aber, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dragon Ball Xenoverse 2, warum 14,99 für einen Titel ausgeben, wenn man 20 für beide ausgeben kann? Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak Special. Tokyo Twilight Ghost Hunters habe ich auf der PS3 gespielt. Daybreak Special ist der Port auf die PS4. 7,99 ist ein okayer Preis, aber auch nur von 20 Euro runtergesetzt worden. Ist ein Visual Novel gemischt mit Strategie-Game, wo man quasi Top-Down Ghostbuster spielt, aber eher strategisch. Da. Warte mal, das ist das Game. So, genau, so sieht das Spiel aus. Ja, man bewegt Pfeile hin und her und man muss Geister fangen und finden. Und meins war es nicht. Ich habe es recht schnell liegen lassen, muss ich sagen. Also das ist das eigentliche Game, was ihr hauptsächlich spielt. Und alles umrandet dann hier so, ihr müsst dann die Geister finden und bekämpfen und einfangen. Und der Stil ist zwar ganz cool, hat auch einen Powerglove hier, der Typ hier, aber boah, für 7,99 sind noch 7,99 eben, die ihr dafür ausgibt, ne? Metal Gear Solid 5, The Definitive Experience, also alles drum und dran für 7,99. Ich mag ja Metal Gear Solid 5 vom Gameplay aus her, aber natürlich, ihr wisst, dass ihr auch Metal Gear Solid 5 damit bekommt. Aufpassen, potenziell, wenn ihr eine andere Version habt, könnten eure Spielstände nicht direkt kompatibel sein. Ich glaube, das Problem hatte ich und musste nochmal das Original einlegen, um meinen Spielstand übertragen zu lassen. Also checkt das nochmal, falls ihr vielleicht sagt, oh, ich möchte mein Metal Gear Solid 5 digitalisieren für den Preis, weil der Preis ist top. Ne? Man muss aber auch Bock auf Metal Gear Solid 5 haben. Psycho Pass
für 50 Euro, statt 50 Euro für 11,99 ist eine Visual Novel basierend auf der Anime-Serie, den Anime-Film, um hier die Gedankenpolizei, irgendwie sowas, aber da will ich nicht zu viel da reingehen. Die war nett, da habe ich ein paar Stunden gespielt und auch schon ein bisschen weitergemacht im Game. Ist natürlich auch schon, ist wieder eine Visual Novel, wie sehr viele, die hier vorhanden sind. Vielleicht muss man eine gewisse Affektion gegenüber dem Anime und dem Stil haben und der Art von dystopischer Zukunftswelt, die da dargestellt wird. Fast schon wie das China von heute, kann man sagen, was da abgeht. Der Preis ist nicht schlecht. Also für 11,99 hätte ich es mir tatsächlich geholt, wenn es noch nicht da gewesen wäre bei mir. Bullet Ballet ignoriere ich. Noch ein God Eater für 9,99, vielleicht mehr zu empfehlen als God Eater 3. Noch ein One Piece, gut runtergesetzt, 94,99 auf 13,99, die Burning Blood Gold Edition. Naja, Galgan haben wir den zweiten Teil gesehen. Das, was ich da gesagt habe, gilt hier wohl auch für. Eventuell, wenn man sich's wohl angucken möchte, ist vielleicht der erste Teil mit 7,99 besser als der teure zweite Teil. I Am Setsuna, das andere Spiel von der Tokyo RPG Factory, was wir hier gesehen haben. Das erste war Lost Sphere. Besser gesagt, das zweite, was rausgekommen war, Lost Sphere. Aber das erste, was hier rausgebracht wurde, war I Am Setsuna. Chrono Trigger, gemischt mit der Story von Final Fantasy X im Grunde und sehr viel Melancholie. Puh. Ist okay, ja. Aber nicht 27,99, okay, runtergesetzt. Da würde ich auch eher sagen, 14,99 wäre da so meine Grenze. 19,99 kann man noch machen, aber 27,99 selbst runtergesetzt ist ein bisschen viel. JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven, basierend auf der Anime-Lizenz, ein eher etwas anderes Beat'em-up. Der Preis ist nicht schlecht. Ja, ich habe die Demo gespielt. Ich hätte jetzt nicht 70 Euro für ausgegeben, aber 99 würde ich mir überlegen, wenn ich jetzt nochmal Bock auf so ein Beat'em-up habe. So, das könnte ich mir potenziell überlegen, weil das ist die digitale Edition von Star Ocean 5. Innocence and Futility, nein, was war der Untertitel? IAF. Integrity and Faithlessness. Sehr, sehr komischer Untertitel. Ist besser von der Story her als Teil 4, aber spielerisch hat es mich nicht so ganz gepackt. Ich habe es auch dann irgendwann liegen lassen. Also da habe ich den Vierer tatsächlich mehr gespielt als das. Ich habe es aber als Disc-Version bei mir. Und ich finde, für 11,99 könnte ich es vielleicht digitalisieren, muss ich sagen. Muss aber nicht sein. Odin Sphere Lithe Razier ist der Port, des Remaster von Odin Sphere von der PS3 auf der PlayStation 4. Sehr schönes Side-Scroller-Action-RPG mit so ein bisschen, ja, fast schon Action-Adventure, Beat'em-up, Side-Scroller-Elementen, aber sehr schöne Optik. Wenn ihr die Screenshots repräsentieren, ist nicht so ganz, wie cool es ausschaut. Ist ein nettes Upgrade hier auf die PS4 auch nochmal gewesen. Der Preis ist okay für 17,99. Muss man gucken, ob man drauf steht. Bisschen günstiger hätte es noch sein können. Ich glaube, ich habe es mir sogar auf der PS4 nochmal gekauft. Ich bin jetzt hier nicht eingeloggt mit meinem Account, deshalb steht hier nicht von wegen erworben oder nicht erworben, weil wir wollen ja auch noch die Preise sehen, die hier vorhanden sind, könnte man machen. So, Umbrella Corps 2,99, nein, lasst mal auch nicht die Deluxe Edition für 3,99, Shoot'em, Multiplayer Shoot'em Up aus dem Resident Evil Universum, nicht so gut geworden. Grand Kingdom, sehr guter Preis, 7,99, Strategie-RPG kann man fast sagen, oder, naja, im Grunde mehr, es ist ein Brettspiel gemischt mit aus der Seitenansicht Strategie-Action-Kämpfen. Das Kampfsystem, ihr habt hier quasi Leute, die auf verschiedenen Lanes sind, auf verschiedenen Reihen und dann treten eure Leute gegen die Gegner entsprechend an und verknüpft ist das Ganze mit einer Art Spielbrett wie bei einem Brettspiel, ja, Spielbrett wie beim Brettspiel, wo ihr dann verschiedene Encounter habt, die ihr machen müsst und das Spielprinzip, das ist tatsächlich ganz cool. Ich habe es nicht mega lang gespielt, aber zumindest einige Stunden da rein und designtechnisch sieht es cool aus. Preis ist gut, ja. Ich glaube, für 7,99 würde ich es empfehlen euch. Noch ein Guilty Gear, noch ein One Piece. Das originale Valkyria Chronicles Remastered in der PS4-Version. Absolut wert, die 12,99. Eines der besten Strategiespiele, die ich gezockt habe. 12,99, do it. Auch wenn die PC-Version öfters mal günstiger rausgehauen wird. Da gibt es die ab und zu mal für 5 Euro. Wenn ihr es auf der PS4 spielen wollt, 12,99 ist okay. Aegis of Earth Protovanus Assault kenne ich persönlich nicht so gut. Das Icon habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, es ist ein westliches Strategie-Game. Wird hier natürlich unter Anime reingepackt. Ich weiß nicht. Dark Souls 3. Toller Preis für 12,99. Allerdings ohne die Add-ons. Na, die Add-ons sind hier nicht mit drin. Und das wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen teurer machen. Warte, ich mache es nur mal auf, um mal zu gucken, ob es da eine Add-on-Version gibt, die vielleicht günstiger ist. Da, die Deluxe Edition. Deluxe Edition hier 69,99. Also nicht runtergesetzt, aber dafür habt ihr hier da die beiden DLCs nochmal für 12 Euro insgesamt.
Ist der Season Pass beide DLCs zusammen? DLC 1, DLC 2. Ich glaube schon, ne? Ja. Okay, dann wird es also 10 Euro plus 12,99. Da habt ihr also 23 Euro. Ja, selbst 23 Euro sind gut für Dark Souls 3. Ja gut, empfehle ich. Mache ich. 23 Euro ist gut, wenn ihr das zusammenholt. Witcher and the Hunter's Night hatten wir gesagt. Earth Defense Force hatten wir noch eins. Noch ein Mega Dimension Neptunia. Final Fantasy 7, nicht das Remake, sondern das Originalspiel für 11,19 auf der PS4. Ja, ist eben das Original nochmal aufgelegt, nicht viel verbessert worden. Es gibt so ein paar Funktionen, wo ihr, ich glaube, euch mehr Experience freischalten könnt, wenn ihr irgendwo struggelt sozusagen. Und ich weiß, dass Kollege Ede deswegen das hier auf der Switch hat liegen lassen, weil ihm dann der Anspruch zu wenig geworden ist. 11,19 ist ein okayer Preis, aber es kommt ja auch bald das Remake. Man muss, wenn man nicht absolut großer Fan ist, das jetzt nicht nochmal auf der PS4 erleben. Wir haben das zweite Dragon Quest Heroes da schon für 30 Euro vorgesehen. Das erste hier für 19,99. Ganz ehrlich, da langt auch schon das erste. Ne? Oder die digitale Schleim Collectors Edition für noch 2,49 €, wenn man denn eben Dynasty Warriors im Dragon Quest Design haben möchte. Nochmal Sword Art Online. Tales of Systeria für 7,99 € von 30 runtergesetzt. Ist nicht so gut wie Tales of Berseria, das war der Vorgänger sozusagen von Tales of Berseria als Tales of RPG. So ein bisschen vom Storytelling, von den Charakteren, vom Gameplay nicht ganz bei Tales of Berseria angekommen, finde ich persönlich. Aber toller Preis für 7,99 €. Wenn ich es nicht schon hätte, hätte ich es gekauft. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ohne die Komplett-Edition, die hatten wir hier für wie viel? Für 7,99 €? Da lohnt es nicht hier, aber das Vollpreisspiel für 5,99 € ist schon ein geiler Preis, muss ich sagen. Aber da lieber die Complete Edition holen, weil da sind noch alle möglichen DLCs und der andere Käse dabei. Ohne Chambara, I ignore it, Hack and Slay mit Tittenbräuten. Wer es haben möchte, wird es sich wahrscheinlich schon gekauft haben. Jetzt kommen wir zu den älteren One Piece Pirate Warriors. One Piece im Dynasty Warrior Style. Wobei der Preis ist gut für die Leute, die das eben spielen wollen. Sword Art Online. Devil May Cry 4 Special Edition ist ja auch rausgekommen im Kielwasser. Der Aufbereitung alter Capcom-Titel. Ist ein solider Preis, ein bisschen alter Spiel, 7,99 €. Ja, wenn man nicht unbedingt mehr für Devil May Cry 5 ausgeben möchte, ist immer auch ein gutes Spiel. Muss mal gucken, ob man denn jetzt so die Böcke drauf hat oder nicht. Guilty Gear Xrd in der Urfassung für 7,99 €. Ultra Street Fighter 4 hatten wir schon gesagt. Final Fantasy Type Zero HD. PSP-Spiel auf PS4 und Xbox One. Hochgemacht, ich darf für PC auch. Ist okay. Ist von Tabata gewesen, also der Kollege, der bei Square dann Final Fantasy 15 nochmal zusammengeschraubt hat, das Projekt übernommen hat. Und ja, es geht um so eine Schulakademie und ein bisschen so eigenständigeres Gameplay, gehört zum erweiterten Final Fantasy 13 Kompendium zum Universum. Es sollte ursprünglich mal ein Final Fantasy 13 Spin-Off sein, bis es zu Type Zero geworden ist und in den Westen umgesetzt wurde. So meins war es nicht so ganz, der Preis ist aber okay. 9,99 €. Final Fantasy X-X-2 HD Remaster Preis ist auch in Ordnung. Ist günstiger als die Switch-Version, die rausgekommen ist. Ihr kriegt, glaube ich, sogar die Spiele auf Disc, also nicht nur einen als Download. In der Vita-Version ist der zweite zum Beispiel nur als Download bei gewesen und hier müsstet ihr alles auf Disc haben oder in einem Paket. Wir sind ja hier bei den Download-Sachen, aber ich habe es als Disc-Version hier. So viele Ports davon gekommen. PS4-Version ist gut, kann man nichts dagegen sagen. Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, die upgedatete Dark Souls 2-Version. Der Preis ist okay mit 9,99 €, wobei ich muss sagen, ich bevorzuge das originale Dark Souls 2 und nicht Scholar of the First Sin, weil mir die neue Gegnerplatzierung, die da gemacht wurde, die ist mir ein bisschen suspekt, muss ich sagen, persönlich. Aber gut, das ist persönliche Perspektive und Dark Souls 3 ist natürlich das wesentlich bessere Spiel von der spielbaren Art aus, aber ich mag Dark Souls 2 auch sehr gerne, hat ein bisschen verquerte Hitboxen. Für Komplettisten ist es ganz gut, ich würde mir wahrscheinlich für 9,99 € das nochmal geben, wenn ich es noch nicht hätte, aber lieber in der Urfassung und nicht in der Scholar of the First Sin. Version. Wobei es kann sein, dass es die Urfassung nicht für PS4 gegeben hat, weil ich habe es auf der PS3 ursprünglich, ich habe es auf dem PC ursprünglich gespielt, aber auch auf der PS3 und 360 ist es hier rausgekommen damals. Ja, dann ist man wahrscheinlich hier drauf angewiesen, muss man vielleicht zurechtkommen mit dem neuen Gegner-Placement. Xenoverse hatten wir schon für über das Bundle gesprochen, da braucht man die einzelnen wahrscheinlich eher weniger. Und nochmal die Time Travel Edition, gut runtergesetzt auf 12,99 €. Akibas Trip. Da habe ich auch darüber geredet bei Akibas Beat. Lass mal stecken für 7,99 €. Natural Doctrine, ein sehr schwieriges Strategiespiel. Sehr schwierig, sehr knifflig, sehr anspruchsvoll, sieht nicht besonders gut aus. Man muss sich drauf einlassen, sonst hat man keinen Spaß damit. Dann sind, glaube ich, auch die 7,99 € rausgeworfen. Und das älteste Spiel, was hier ist, ist Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes für 3,99 €.
sollte dabei sein in der Definitive Edition. Ja, also dann lieber die Definitive Edition holen. Was ist ja das eigenständige Prequel, was ja einige Zeit vor Metal Gear Solid 5 rausgekommen ist und nicht Teil des Hauptspiels war. Und für viele sogar die bessere Episode, ne? Weil man da auch richtig so schön mit dann Big Boss unterwegs ist und ein bisschen ja so Rettungsaction machen kann. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. 3,99 allein für die 1-2 Stunden, die man spielen kann, sind schon okay. Besser als die 20 Euro, die man hat. Aber da lieber das Bundle. So, wie lange wollte ich machen? 20 Minuten? Wir sind bei 1,5 Stunden gekommen. Ich hoffe, ihr seid gut informiert über die Sachen aus dem Big in Japan Sale. Wenn ihr noch Sachen habt, die ihr ergänzen wollt und andere Games, die ihr hier findet und die dazukommen sollen, über GTA müssen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt sprechen im Sale hier, dann gerne unten in die Comments rein. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr Podcast-Versionen, dieses Video wahrscheinlich eher nicht, aber andere, die dann dazu passen, auf plushangriff.de ihr euch anhört. Und wenn ihr es noch nicht macht, gerne supporten unter patreon.com/rpgheaven, steadyhaku.com/rpgheaven und paypal.me/katios. Demnächst kommen auch noch viele Videos mehr. Es wird das zur TGS geben, mein Infovideo. Ich habe Reviews in Planung von Zelda Link's Awakening für die Switch, inklusive einem kompletten Let's Play für euch. Übrigens auch, wenn das online gehen darf, ich habe es tatsächlich schon durchspielen können, das komplette Game und aufgezeichnet. Das Let's Play werdet ihr dann alle zu sehen bekommen und wer Supporter ist, kriegt vorab dann alle Folgen, wenn das Embargo vorbei ist. Dazu auch ein Review zu dem Spiel plus Ni no Kuni Remaster in der PS4-Version wird es hier als Video geben. Ich schaue mir Nioh 2 noch an. Also viel, viel geiler Stuff. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr das als auch den anderen geilen Stuff dann genießen könnt. Vielen Dank und Tschüssinger.